Wohl nicht lesen. Das Fahrrad ist abgezählt, bereit zu halten. Und unaufgefordert zu entrichten. Dann müssen Sie aber freundlicherweise zu mir bemühen, oder soll ich Ihnen nachlaufen? Haha, diese Tricks erkennen wir. Das sagen alle Schwarzfahrer. Hallo, Peter. Sag mal, muss das sein hier vor allen Leuten? Dieses Kraft, dieses Verfluchte, als ob sich nicht schon im Order genug über mich zu lassen. Oh, sei nicht böse, du. Ich hab's nicht erwarten können. Ich habe ihn freigenommen im Geschäft. Sag, hast du was erreicht? Ach, traut sich nicht. Ach, wieso denn? Du hast doch gemeint, es wäre nicht mehr wie eine Revanche. Er muss uns heraushelfen aus der Kamalität. Was? Wie heißt das? Ach, ist doch egal jetzt. Du hast ihn doch auch rausgeflogen damals mit seiner Verwundung. Ja, ich habe ihn rausgeflogen, er will nicht reinfliegen. Seine Praxis steht auf dem Spiel, er wird beobachtet. Ja. Irgendjemand hat ihn verpfiffen oder was? Na, was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Noch eine sogenannte Dame. Die verlangt 500 Mark. 500 Mark? Ich habe noch 1,75. Aber es muss was geschehen. Ihr Kind, es geschieht ja auch. Was glaubst du, ist ein Vergnügen, bei den Ärzten herumzubetteln? Ich kann so nicht nach Hause kommen. Ich kann nicht. Und du bist schuld, also jetzt hilf mir auch. Ja, ich bin schuld und du bist mein kleines Opfer. Ich gehe zu Linz. Professor Linz? Der vom Krankenhaus. Wer glaubst du denn, dass der sowas überhaupt macht? Eine kleine Chance haben wir. Eine kleine. Er war der Assistent von meinem Vater. Das war allerdings viele Jahre her. Sie sind also wieder im Lande, Peter van Boven. Nehmen Sie Platz. Danke, ergebenst. Wie wär's mit einem Cognac? Immer. Und wie geht es Ihnen denn? Ja, weder noch. Was treiben Sie? Nichts, ich warte. Worauf? Auf einen Cognac. Nein, auf eine Gelegenheit. Wissen Sie, was ich gelernt habe, das ist heute nicht mehr allzu hoch im Kurs. Mindestens momentan, vielleicht morgen wieder, ich weiß nicht. Aber ich bin besser als mein Ruf und mein Benehmen. Waggonweise habe ich nicht geschoben. Leider. Sonst ist sie jetzt nicht hier, nicht da. Und warum sind Sie nicht gleich nach Hause gekommen? Nach Hause? Ja, was hätte ich ja tun sollen? Das Haus ist weg, das Geld ist weg. Papa ist weg. Aber es gibt doch auch Leute, die ihrem Vater gegenüber so etwas wie eine freundschaftliche Verpflichtung. Los, Junge, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich etwas für Sie tun kann oder soll. Ja. Also, ja, gnädiges Fräulein, ist Ihnen nicht gut? Dankeschön. Sind Sie nicht, Kersten vom Hutsalon, Kersten? Ja, ganz richtig. Die Fräulein Gerda, nicht wahr? Ja. Ja, aber was haben Sie denn? Ich weiß nicht, ich bin allerdings so wackelig auf den Beinen. Ja, danke vielmals, sehr lieb von Ihnen. Ist auch schon wieder vorbei. Übrigens, Sie sollen so sehr hübsche Hüte machen. Oh, danke schön. Ja, vielleicht komme ich demnächst auch mal wieder vorbei. Wieder schon. Nein, Peter van Boven, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich kann Ihnen nur ein Rezept verschreiben. Heiraten. Ja, können Sie mir auch ein Rezept verschreiben, Herr Doktor, Herr Professor, wie ich das machen soll? Ich habe nämlich keine Lust, die Welt um eine unglückliche Ehe zu bereichern. Es ist ein liebes Mädel, es ist ein nettes Mädel, aber im Grunde genommen haben wir uns überhaupt nichts zu sagen, im Wesentlichen. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. So. Ja, Sie sagen also nein. Haben Sie es anders erwartet? Nein, wirklich nicht. Die Erfahrungen, die man mit der Hilfsbereitschaft der sogenannten Heimat macht, das ist immer dasselbe. Verdrehen Sie die Dinge nicht, Peter van Boven. Was Sie von mir verlangen, hat mit Hilfsbereitschaft nichts zu tun. Arbeit, ja. Wenn ich Ihnen dazu hätte verhelfen sollen,
Hausdiener hier, Herr Professor. Und für den Anfang hätte mir jedenfalls mehr imponiert, als dass Sie auf eine Gelegenheit warten. Nein, Herr Professor Linz. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich ein fatales Malheur hatte. Aber nicht, um mir von Ihnen Belehrungen anzuhören. Wir verstehen uns nicht, Peter van Boven. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich weiß auch, warum. Es kann nämlich keiner ermessen, was er nicht am eigenen Feld erlebt hat. Keiner. Sie waren Dr. Linz damals und Sie sind jetzt Professor. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind drin und ich bin draußen, nicht wahr? C'est la vie. Und nichts für ungut, Herr Professor Linz. Ist das denn die Möglichkeit, diese kleine Rübe traut sich noch hierher? Tag, Onkel. Billa, Mädchen. Darauf trinken wir einen Cognac. Nein, kein Cognac. Ich komme als Patientin zu dir. So, zum Onkel Doktor kommst du nur. Und ich dachte schon, du hättest dich mal wieder an einen armen, alten, einsamen Mann erinnert. Siehst du übrigens gar nicht so besonders aus. Ja, weiß ich. Ich habe auch gearbeitet wie ein Pferd. Mhm. Und? Wo fehlt es uns? Jetzt habe ich beinahe Hemmungen. Du lach mich bitte nicht aus. Ich glaube nämlich manchmal selbst, ich bild mir das nur ein. Ja, meine Hände, das ist so komisch, die werden auf einmal taub. So, pelzig, weißt du? Ich spür sie dann gar nicht mehr. Und wie lange dauert das? Oh, das geht immer ziemlich schnell wieder vorbei. Ich vergesse dann auch wieder ganz drauf. Schmerzen? Tut dir was weh? Ja, doch. Doch, da oben ist so eine Stelle. Hier habe ich dann so ein Ziehen. Wieso ich zu dem gegangen bin, das möchte ich wirklich wissen. Mich schon als Kind nicht verknusen kann. Auf euch die Spießer. Klar. Nein. Warum denn nicht? Ich muss mir das sowieso abgewöhnen. Machen wir gleich einen Anfang. Ob ich zu Fräulein Zander gehe? Zu wem? Fräulein Zander. Wie kommst du auf die? Ach, die ist immer so nett zu mir, eben auch wieder. Die ist gerade reingegangen, hast du nicht gesehen? Die war das? Mhm. Du liebe Zeit, die sieht noch sauer aus als früher. Hätte ich nicht mehr erkannt. Für die wären 500 Mark doch eine Kleinigkeit. Bei der ihrem vielen Geld. Wenn die einen Hut bei uns bestellt, fragt sie nie nach dem Preis. Also das ist die richtige. Die richtige Adresse, die alte Schachtel. Nein, das stimmt nicht. Die ist jung. Ja, ich weiß. Ich bin mit ihr in die Schule gegangen. War immer eine alte Schachtel, wird immer eine bleiben. Oh la la, mon chapeau. Was ist denn? Nichts Unanständiges, mein Hut. Sag einmal, seit wann merkst du denn das schon? Was? Dieses Ziehen und die tauben Hände. Och, eigentlich schon ziemlich lange. Nur kurz nach Vaters Tod vielleicht. Und da kommst du jetzt erst. Warum? Ist es schlimm? Unsinn. Aber wenn man Beschwerden hat, lässt man nachsehen. Für die Gesundheit nimmt man sich Zeit. Du, ich bin abends immer so müde, dass ich bloß ins Bett falle. Ja, als Papa noch lebte, er der Kopf war und ich nur neben dem Schreibtisch saß, aber jetzt selber Chef sein und sich da durchzusetzen als Frau. Oh, die haben doch zuerst alle gedacht. Na ja, die Kleine, das Hascherl. Wie lange Zeit und die Fabrik ist dir aus der Hand gewunden. Na, Meister. Ah, Sie sind doch da. Günstig. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen wegen heute Abend. Ja. Entschuldigt mich einen Moment. Ober, muss Ihnen leider Ihren freien Nachmittag verkürzen. Ich schicke Ihnen gleich meine Nichte herüber. Ich brauche sämtliche Befunde. Was, bei Fräulein Zander? Ja, vermute bösartige Geschwulst am Rückenmark. Symptome sprechen dafür. Verständigen Sie Röntgenzimmer. Ja, selbstverständlich, Herr Professor. Ich stehe ganz zur Verfügung. Danke. Sie? Noch hier? Ja. Entschuldigen Sie, ich habe nur meinen Hut vergessen. Jemand drin. Ein Mann, ein Kerl. Platz oder Katz oder so ähnlich heißt er. Ein halbes Ohr hat er. Matz? Ja, ist möglich. Ein ganz unverschämter Patron. Tut wie wenn er hier zu Hause wäre. Schneid dich nicht, Matz.
Sag mal, unsere Kolonie führt sie wohl nicht mehr, wa? Hast auch nachgelassen, Kleiner. Was willst du denn? Was soll ich denn schon wollen? Hier. Hast du eine Zigarette? Nee. Aber ich kann die nicht drehen. Mhm. Das ist aber sehr sauer, du. Da gab's das jetzt? Hast du aber Pech gehabt? Dann zeig mich an! Glaubst du nicht, dass ich mich dauernd von dir erpressen lasse? Halt mal einen Augenblick der Luft an, Kleiner, ja? Du warst ja mal ganz froh, dass hier dein Freund Mats dir nicht versissen hat. Ich hab dich auch dafür bezahlt. Nicht zu knapp. Und ich hab hier gesessen. Auch nicht so knapp. Du weißt ganz genau, dass ich keine Ahnung davon gehabt habe, dass die Wagen gestohlen waren. Das weiß niemand so genau wie du. Alter Hut. Und jetzt hör ich mal was da an, Kleiner. Ich gebe dir 3 Tage oder sagen wir 1 Woche Zeit. Wenn dann die Kohlen nicht da auf dem Tisch liegen, dann ist Feierabend. Hier, verstehst du? Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr gefressen. Riss die Semmel, mich kannst du am Kopf stellen, fällt nichts mehr raus. So. Und das da? Ist das ja nicht? Sind die Sachen von meiner Wirtin. Fort weg! Für so was kriegst du noch eine Stange Geld. Und dann denk nur an den gefallenen Buben. Wenn ich die Frau bestelle, schlage ich dir den Schädel ein. Ich hör mal, stehlen, stehlen, leihen, mein Ick. So jeder wie du fällt einmal wieder auf den Beine. Guck dir eine neue. Aber wie du das machst, ist mir wurscht. Hauptsache hier, die Kohlen stimmen, ja? In 1 Woche. Würfe? Zigaretten, Susi. Nein, du, ich trau mich nicht. Die Chefin sagt, anschreiben, ist aus. Ist aus. Komm, Treffen, Freund. Quatsch. Abflug. Pass gut, Mensch. Komm. Kummer. Mädchen, Kummer. Nimm dir ein Beispiel an mir, ich hab keine mehr. Wirklich? Soll ich dich trösten? Nein. Hey, sie! Hauen Sie ab, die Dame braucht keinen Anschluss. Kenn dich nicht. Tag, mein Herzblatt. Entschuldige. Susi, ein Whisky. Doppelten. Komm und sei nicht böse, dass ich so spät gekommen bin. Ach, wenn du doch wenigstens angerufen hättest, dann wäre ich allein ins Kino gegangen. Jetzt ist es zu spät. Ach, Kino, Wichtigkeit. Ich komme von einer Operation und ein Mädel so alt wie du. Unheilbar. Was fehlt dir denn? Ach, scheiß Krankheit, reden wir nicht davon. Zu spät gekommen, ein paar Monate früher und sie wäre zu retten gewesen. Geht dem Alten verflucht nah. Ist eine Verwandte von ihm. Und was das beinahe perverse ist, ein Mädchen Geld wie Heu. Was nutzt dir das alles? Gar nichts. Inoperabel. Nichts zu machen. Lassen wir das. Komm, tanzen wir.
Städtisches Krankenhaus. Bei Ihnen ist heute Abend Frau Sibylle Zander operiert worden, Schwester. Ich wollte nur fragen, wie es ihr geht. Gut? Was, wer hier spricht? Niemand. Ich schwöre Ihnen, niemand, Schwester. Susi, leih mir 20 Mark. 20 Mark? Ja, ich brauche Blumen. Ist das eine Amsel? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne das Gezwitscher nicht auseinander. Das lernt man wohl auch erst, wenn man Zeit hat. Das heißt, wenn man dazu gezwungen wird, Zeit zu haben. Oh, ich... Immer dieselbe Kadenz. Hübsch, nicht? Ach, wir leben falsch. Du sollst nicht zu viel sprechen. Jetzt kann ich's dir ja beichten. Du, ich hab so Angst gehabt. Wie ich wegschwamm in der Narkose, da hatte ich plötzlich das Gefühl... aus. Wenn ich nun wirklich nicht wieder aufgewacht wäre... Aber Kind... Wem hätte ich gefehlt? Die Fabrik wäre weitergelaufen, auch ohne mich. Und einen, der mich liebt, gibt's nicht. Solche Gedanken sind verboten. Du bekommst mir höchstens Fieber davon. Nein, nein, nein. Nein, es sind doch nur gute Gedanken. Sieh mal, jetzt weiß ich's. Ich hab's wirklich erkannt. Es war falsch, wie ich's gemacht habe. Nun werde ich's ändern. Na? Doch, doch, doch. Du kannst mich beim Wort nehmen. Ich werde leben. Die Narbe im Nacken, wird man die sehr sehen? Ein Strich nur. Dann trage ich einen Schal. Ja. Tu das. Und jetzt schläft das kleine Mädchen, ja? Herr Professor, guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Meier. Der pathologische Befund von Fräulein Zander. Tja. Bestätigung Ihrer Diagnose. Walter, ich hätte mich geirrt. Sie ist ahnungslos? Völlig. Das Einzige, was wir noch für Sie tun können, ist, das zu erhalten. Wobei aus der Scheinblüte, die der Eingriff nach sich ziehen wird, zu Hilfe kommt. Wie lange geben Sie ihr noch? Ein halbes Jahr. Höchstens drei Viertel. Hallo, wo wollen Sie denn hin? Ich mache einen Krankenbesuch. Bei wem? Verzeihen Sie, es ist doch meine Sache. Nicht ganz. Herr, in diesem Hause bin ich. Also, wen wollen Sie besuchen? Frau Lanzander, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir sind Jugendfreunde, wissen Sie? An diese Freundschaft haben Sie sich wohl erinnert, als Sie bei mir Ihren Hut liegen ließen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich verstehe Sie nicht. Und doch. Sie verstehen mich ganz genau. Diese Patientin darf noch nicht besucht werden. Geben Sie Ihr Grünzeug an der Pforte ab. So. Nein, der Ausgang ist hier. Und damit es keinen Irrtum gibt, diese Patientin wird überhaupt nicht besucht. Von Ihnen. Ja, Linz. Wenn ich jetzt nicht Rücksicht nehmen würde auf Ihre Kranken, dann könnten Sie ja einen Skandal gefasst machen, das kann ich Ihnen sagen. Wundern Sie sich, na, Meister Lee, entschuldigen Sie. Aber dieser Bursche hat neulich unser Gespräch mit angehört. Wissen Sie noch? Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch. Gestern Abend. Trotzdem begreife ich die Zusammenhänge nicht. Dafür begreife ich umso mehr. Und diese Zusammenhänge sind... Wenn mich nicht alles täuscht. Übel.
Sie, liebe Frau, das wäre auch noch eine recht leidsame Form für Sie. Nein, 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 Fräulein. Der ist mir nicht jugendlich genug. Vielleicht zeigen Sie mir mal das Veilchenmodell aus dem Fenster. Ja, gewiss, nee, Frau, aber ist das nicht mehr für ein ganz schmales Gesicht? Soll das etwa eine Kritik sein? Nein, nein, keinesfalls, mir. Ich mache Ihnen jeden Hut, den Sie wünschen, gnädige Frau. Es soll nur hinterher soll es nicht heißen, dass Sie im Salon Kersten falsch... Im Salon Kersten falsch braten. Luise! Ein Personal ist das? Entschuldigen Sie bitte. Auf das Sofa, ja. In meinem Büro. Luise wird Sie gleich weiter bedienen. Vorsichtig, Kinder. Sowas? Das ist schon das dritte Mal. Jetzt kümmert ihr euch mal um die Kundschaft, ja? Macht die Tür zu. Fräulein Gerda. Ach, bitte, verzeihen Sie bitte. Nein, nein, nein. Erholen Sie sich mal. Erstmal, ja? Von Gerda, Sie wissen ja, ich war verheiratet. Meine verstorbene Frau hat bei unserer Kleinen in den ersten Monaten auch unter Ohnmachten zu leiden gehabt. Ich will damit zum Ausdruck bringen, ich kenne das, ich weiß, was mit Ihnen ist. Aber nein, Herr Kersten, Sie irren sich. Ich habe die Verbindung mit diesem Herrn von Anfang an mit Sorge beobachtet. Ein Mädchen wie Sie. Ich war mal stolz darauf, dass Sie so auf sich gehalten haben und nicht wie die anderen. Umso mehr habe ich es dann bedauert, dass Sie gerade diese Wahl getroffen haben. Wird Herr van Boven Sie heiraten? Nur natürlich, wenn ich es will. Er wird Sie nicht heiraten. Ich kenne ihn. Im Stich wird er Sie lassen. Wenn Sie das glauben, warum sagen Sie es denn dann? Sie quälen mich doch nur. Gerda, Sie sollen wissen, dass Sie dann nicht alleine dastehen. Dass es einen Menschen gibt, dem Sie nur die Hand zu geben brauchen. Er sitzt vor Ihnen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Herr Kersten. Sie haben doch eben gesagt, Sie wissen das. Das heißt, Sie glauben zu wissen, was mit mir ist. Wir würden ihm tun, als wäre es unser Kind. Also ich bin jetzt ganz... Ich bitte sehr, Herr Kersten, Ich kann jetzt noch nichts sagen. Nein, das sollen Sie auch nicht. Überlegen Sie sich das ruhig und gründlich. Aber, Fräulein Gerda, wenn Sie sich für mich entscheiden, dann müsste ich eine Bedingung stellen, dass Sie dann dort Schluss machen. Guten Morgen. Ach, Schwester, es geht mir gut. Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Ach, bitteschön. Ein Herr möchte Sie sprechen. Herr Peter van Boven. Ja, lassen Sie ihn herein. Ich habe die Weisung von Herrn Professor. Besuche nur 10 Minuten, bitteschön. Ach, gemein. Ja, am Tag male ich mich überhaupt nicht an und dann wird man gleich erwischt. Na, du hast schön hier. Du. Tag, Villa. Oder muss ich dich jetzt gnädigsten? Ach, geh. Tag, Peter. Du sag mal, neulich die herrlichen Blumen und heute das. Ja, ich danke dir schön. Ja, das ist ja toll. Wird mal nach einer Vase klingeln. Nein, das machen wir nicht. Die stellen wir da hinein. Sonst kommt inzwischen dein Cerberus und sagt, ja, bitteschön. Und du sagst, mach eine Vase. Und sie sagt, sofort, bitteschön. Und dann kommt sie, geht sie und bringt sie. Und meine 10 Minuten sind um, machen wir nicht. Du bist noch genau wie früher. Weißt du noch, bei unserer Schlussfeier damals, wie du unseren Direktlach gemacht hast, dass wir beinahe unter der Bank gelegen haben vor Lachen. Martin. Oh mein Gott, dann stopp sie. Ja. Boven, sie werden noch einmal in der Gosse enden, wenn sie so weitermachen. Sagt er.
Ja, bei dir sieht sie aus wie bei einer Filmdiva. Hast du denn so viel Verehrer? Nur vom Werk. Nur vom Werk? Mhm. Anscheinend muss man krank werden, damit man Blumen kriegt und sich die Leute um einen kümmern. Offenbar. Und du schneist so einfach daher, nachdem wir uns, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre nicht mehr gesehen haben? Ich kenne die Langeweile, selber was. Und die Einsamkeit. Lazarett und so. Na, glaubst du nicht? Nein. Dein schlechtes Gewissen hat dich hergetrieben. Wieso mein schlechtes Gewissen? Weißt du denn nicht mehr, was du mir immer als Junge nachgerufen hast? Hm? Musst du doch als Kind schon eine Brille tragen. Und deshalb war ich für euch Jungs die, was? Und du hast es erfunden. Die alte Schachtel. Ja. Ja, da gab es sogar mal Tränen und die einzige Ohrfeige von meinem Vater, weil ich um keinen Preis mehr eine Brille aufsetzen wollte. Dann bin ich ja tief in der Kreide bei dir. Was ist denn? Schmerzen? Ja. Was machen wir denn jetzt? Die alte Schachtel wieder ausradieren? Ach, geh, ist doch längst verziehen. Weißt du, ich möchte, dass du später, wenn du dich überhaupt an mich erinnerst, dass du dir dann sagst, als Junge war zwar ein Mistvieh, aber später hat er mir doch mal ganz nett die Zeit vertrieben. Ja. Bitte schön, es ist wieder ein Herr da. Herr Direktor Hersbach, ich habe ihm gesagt, das geht nicht. Ein Besuch nach dem anderen. Na, bitte schön. Dagegen sind wir machtlos, Schwester, das Geschäft. Ich lasse bitten. Bitte schön. Schön. Also. Auf morgen, ja. Komm gern. Und eine Frage, Billa, habe ich dich jetzt angestrengt? Na, du, das ist aber eine dumme Frage. Ja, sagst du, dein Onkel Lind sagt anders. Angeschnauzt hat er mich. Patientin darf noch nicht besucht werden. Erzähl ihm ja so gleich, dass ich da war. Ja. Also. Guten Tag. Darf ich vorstellen, der gute Geist der Zanderwerke, Direktor Hersbach, Herr van Bogen. Hersbach, bitte schön, nur 10 Minuten, Herr Direktor. Adio. So ein lausiger Junge. Ach, ich habe mich glänzend amüsiert jetzt. Das sehe ich. So kennt man sie ja gar nicht. Ach, sie sind aber Zauber, diese Orchideen. Also, starten Sie. Sie planen doch gewiss einen geschäftlichen Überfall auf mich. Nein, liebe Frau, mein Besuch sollte eigentlich ganz privat sein. Ich dachte mir, dass etwas Gesellschaft vielleicht... aber nun möchte ich Sie nicht länger stören. Aber lieber Hersbach, jetzt werden Sie nicht komisch. Kommen Sie, setzen Sie sich. Erzählen Sie mir, wie machen sich unsere neuen Webstühle? Also bitte, wie Sie wünschen, sprechen wir vom Betrieb. Du, der war wieder da. Ja. Der Kerl mit dem halben Ohr. Beinahe hätte ich die Polizei geholt. Der hat einen Fuß zwischen die Tür geklemmt, wie ich nicht reinlassen wollte. Ja. Also das kannst du nicht verlangen, dass ich als alleinstehende Frau so einen Pack da habe. Wenn du schon mit so einem Zuchthäusler verkehrst. Er kommt dann... nicht mehr. Und dann ist diese Gerda wieder am Apparat. 5-mal hat sie heute schon angerufen. Na, geh mal ran, los. Nee. Sie muss dich unbedingt sprechen, sag sagt ich, bin sie. Nicht da. Nee. Also Junge, davon habe ich langsam auch genug. Immer diese Lügerei. Dann mach ehrlich Schluss mit dem Mädel. Komm, Modelbratsch, lass mich jetzt allein, ja? Ja. Das ist aber das letzte Mal, hörst du? Ja, das letzte Mal. Hoffentlich. Ganz ruhig. Jetzt bist du vernünftig und nimmst das Geld. Ich brauch das Geld nicht. Was heißt, du brauchst es nicht? Wieso? Weil ich es nicht mehr machen lasse. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Du hast mir ja lang genug Zeit dazu gelassen. Es wäre eine Sünde, Peter. Machst du dir überhaupt eine Vorstellung, wie ich mir dieses Hundsgeld verschaffen musste? Gib's doch einfach wieder zurück. Bitte sei doch nicht böse, Peter. Schau, ich hab dich doch lieb gehabt und hab's auch noch. Und es ist dein Kind und ich will es haben. Du brauchst keine Angst zu haben, du musst mich nicht heiraten, aber bitte, bitte bleib bei Gerda, mir. Ich respektiere das, aber du weißt nicht, was du mir damit antust. Ich bitte dich, mach's. Also ich kann es nicht, außerdem ging's auch nicht mehr, die Leute wissen es schon. Die Leute wissen es. Wer denn, Kind? Wer weiß es? Herr Kersten weiß es. Oh, Herr Kersten weiß es, allerdings wichtig. Und trotzdem hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Wer? Herr Kersten. Obwohl es weiß? Ja. Und was hast du gesagt? Was werde ich gesagt haben? Nein. Gerda, ich mach dir nichts vor. Ich habe dir nie was vorgemacht. Ich mag dich, Kind.
Ich mag dich, aber wir gehören nicht zusammen. Glaub mir, ich bring kein Glück. Vielleicht ist das mit Kerstin eine sehr gute Lösung. Du willst mich einmal geliebt haben? Nein. Das muss ein anderer gewesen sein. Nein, Kind, das war immer dasselbe. Immer dasselbe geherzte, gejagte Hund. Steh jetzt vor der Chance meines Lebens. Braucht nur zu wollen und ich bin oben. Und dann habe ich den Platz, der mir zukommt. Ja, ich nehme das Recht heraus zu sagen, der mir zukommt. Dann werde ich der Welt da oben beweisen, was ich kann. Aber man soll sich mir nicht in den Weg stellen. Ja, was denn für ein Platz? Ich stehe dir doch gar nicht im Weg. Ich hasse diese Bürgerlichkeit. Zerbrechen. Muss jetzt frei sein. Du schmeißt mich doch einfach rein. Tief genug ist es. Du weißt ja, ich kann nicht schwimmen. Nimmst du's? Ach. Dann lass es. Na, startbereit, mein gnädiges Fräulein? Ach, das ist aber nett, dass du noch kommst. Grüß dich. Grüß dich. Alles gepackt, Schwester? Gewiss, Herr Professor. Bitte schön. Du, ich habe eine große Bitte, aber du darfst nicht gekränkt sein, ja? Ich muss gekränkt sein. Schau mal. Er sitzt immer so traurig drin. Lass ihn frei, ja? Wo ich doch heute auch aus meinem Käfig raus darf. Na, schön. Ja, schau, mein Bursche. So, ne? Komm schon. Flink. So. Ach, du. Du da oben. Da oben auf der äußersten Spitze. Na, jetzt singt er sogar. Ach, schön. Sag mal, du bist ja ein Galla. Ja, bringe dich nach Hause. Hab mich freigemacht. Ach, du. Du, das ist mir aber jetzt arg. Ich hab nämlich schon einen Kavalier, der mich abholt. Ach. Einen Schulfreund. Schulfreund? Doch nicht dieser Boven? Ja, erraten. Ich hab ihn gebeten und er kommt mit meinem Wagen. Ach, war Boven noch einmal hier? Mhm. Jeden Tag. Wir haben schrecklich viel zusammen gelacht. Jeden Tag? Davon erzählst du mir nichts? Na ja, warum sollte ich? Billa? Ja? Du bist doch ein Mädchen mit Instinkt. Ja, ich hoffe. Boven ist ein aus der Bahn geworfener. Er braucht Anschluss. Nein. Da kann ich dich beruhigen. Ich habe ihm sogar angeboten, aber nicht irgendwie in unserem Werk. Er hat abgelehnt. Er will nicht Protégé sein, sondern aus eigener Kraft. Raffinesse. Du bist voreingenommen. Wann kommt er denn? Ach, jeden Augenblick. Dann entschuldigst du mich. Ich will nur der Schwester etwas sagen wegen... Schwester, kommen Sie bitte. Bitte schön. Und davon erfahre ich nichts. Tägliche Besuche. Aber bitte schön, Herr Professor, ich hatte doch keine Weisung. Neumeister, der Esel, warum macht er den Mund nicht auf und sagt mir's? Na, der Herr Oberarzt hat ihn nie gesehen. Der Herr kam immer erst nach der Visite. Bitte schön. Gut, ausgerechnet ist das. Gut. Bitte mich allein zu lassen. Bitte schön. Sie sehen? Lasse mich nicht abschrecken, Herr Lenz. Ja. Ich sehe. Habe mit Ihnen zu sprechen. Hier hinein. Bitte. Sie besitzen das Talent, Peter van Boven, im richtigen Augenblick das Richtige aufzuschnappen. Und haben auch die Zähigkeit, einen Plan durchzustehen bis an sein Ziel. Sehr schmeichelhaft. Weiter. Sie sind ein Spekulant, Peter van Boven. Sie machen sich an dieses arme Mädchen heran, weil Sie wissen, dass es unheilbar krank ist und weil Sie in einem halben Dreivierteljahr Ihre Millionen erben wollen. Er
erstaunliche Geschwätzigkeit für einen Arzt, der meines Wissens unter Schweigepflicht steht. Mädchen! Zusammen kombiniert haben Sie sich das, Sie Gelegenheitsabwarter. Aber dieses Ziel werden Sie nicht erreichen. Und wenn ich offen mit meiner Nichte reden muss... Offen. Wieder mal ich offen mit Ihnen sprechen, Herr Professor Lenz. Ich habe bis jetzt nicht gewusst, wie es wirklich um Franz Sander steht. Lügen Sie doch nicht! Wenn Sie mich aussprechen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie es selbst im leisesten ahnt. Aber wenn Sie als Arzt und als Anverwandter es für richtig achten, Sie über Ihren Zustand aufzuklären, dann tun Sie es doch. Bitte, haben Sie Hemmungen? Gehen wir doch zusammen. Mehr Logik, Herr Linz. Wenn Sie Billa unbedingt einreden wollen, dass ich ein Ausbund an Schlechtigkeit und ein Spekulant bin, dann präsentieren Sie gleichzeitig das Todesurteil. Ist es nicht so? Auf gleich erscheint Charles. Erschrick nicht, wenn du ihn kennenlernst. So vornehm wie er sind die ganzen Sanders nicht. Eigentlich heißt er Karl, aber seitdem er mit Papa in Paris war, nennt er sich Charles. Aha. Komm, fährst du? Tag, Kinder. Tag, Kinder. So, bitteschön. Wo ist dein Mumilein? Ist sie noch oben? Wie geht's euch denn, Kinder? Au, au. Was ist denn? Ich bringe das Bier. Schaffen Sie das. Was ist denn, Billa? Darauf. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Nichts. Alles nichts. Und ich, der Baby. Baby, wer ist denn dieser Herr? Der den Wagen geholt hat, hab's Ihnen doch gesagt. So. So. Ah. Oh, Schmerzen. Ich glaube, ich habe mir doch ein bisschen zu viel zugemutet fürs erste Mal. Bin so rasch gefahren, was? Ach, wo. Bin nur noch so ein Spatzenwindiger. Mumilein, rüch mir bitte mein Bett, ja? Und stell mir die Blumen hin. Du. Ich danke dir sehr. Du warst wirklich sehr gut zu mir. Mhm. Und komm wieder, ja? Mhm. Ich komme wieder. Augen zu. Und lass dir von Charles seinen Cognac servieren, ja? Ja, du sollst jetzt schlafen. Aber Baby, was machst du denn für Sinn? Mumilein. Wenn wir warten. Sie sind Karl? Charles. Herr Charles. Dann servieren Sie mir den Cognac. Herr Charles. Na komm, das Knie, Fräulein wünscht es. Komm. Nehmen Sie nur die Flasche, die Sie zuerst in der Hand hatten.
Lassen Sie die Flasche auf dem Tisch stehen. Sie sind doch ein vorbildlicher Diener. Hm? Ich stehe dem Hause Zhang davor. Eben. Und angeben ist doch nur was für kleine Leute. Nicht wahr, Karl? Ja. Ich brauche sie nicht mehr. Na, mach doch nicht so ein dummes Gesicht, Mummie. Ich werde jetzt eine ganz schicke, feine Dame. Aha! Du? Ist das Peter? Schau doch mal nach. Nein, es ist nur die Kleine vom Hutgeschäft. Ach so. Das Einzige, was hier wirklich was taugt, sind Hüte. Aber sonst? Ich kann diese Uniform nicht mehr sehen, die ich bis jetzt getragen habe. Sieh mal, grau, blau, braun, ist doch immer dasselbe. Säcke. Du, Mumi, Mumi, ne? Weißt du, was Haute Couture ist? Nie gehört, keine Ahnung. Du, Haute Couture, das sind Zauberer. Die machen Simsalabim und dann wird aus einem Aschenputtel eine schöne Frau. Jawohl. Und zu so einem fahre ich jetzt hin und da lasse ich mich einkleiden von Kopf bis Fuß. Jawohl. Ja? Vom Salon Kerz. Rein damit! Ach, Fräulein Gerda, das ist aber nett, dass Sie sich selbst bemühen. Guten Tag, liebes Fräulein. Ich habe Ihnen gleich am besten eine ganze Auswahl mitgebracht. Na, wunderbar. Gehen wir doch gleich zum Spiegel. Darf ich? Mhm, auf den Stuhl. Ich bin direkt gespannt. Ach. So. Mhm. Ja, süß. Süß, aber steht er mir eigentlich? Ich finde ja. Na ja, also gekauft. Na, zauberhaft. Strapazieren Sie sich nicht, Karl. Ich werde auch ohne Ihre gütige Anmeldung empfangen. In diesem Hause ist das Sitte. Ach, wissen Sie was, Fräulein Gerda, am besten Sie lassen alle da. Ich habe nämlich meine Eitelkeit entdeckt. Wird sich Herr Kersten aber freuen. Ja, bitte. Ja, bitte. Herr Fahn. Hofen, bitte gehorsamst eintreten zu dürfen. Na, warum denn so förmlich? Komm doch einfach rein. Sehen Sie, es ist ein proletarisches Zeitalter, ist gar nichts zu machen. Was habt ihr denn eigentlich miteinander? Aristokraten unter sich, weißt du? Du, ich habe eine Attacke auf dich vor. Bin zu jeder Schandtat bereit, wieder. Du musst mich in die Stadt fahren, Herr Chauffeur. Service, Madame. Wie geht's dir denn? Ach, danke, wunderbar. Du, Peter, wie findest du meinen neuen Hut? Schlachtschiff liegt verkehrt. Weißt du, wie das Modell heißt? Alte Schachtel. So ist besser. Ja, es ist. Sehr süß. Du, komm, komm. Die Künstlerin sitzt nebenan. Die Künstlerin? Darf ich vorstellen? Boven.
Kennen wir uns nicht? Flüchtig? Darf ich überhaupt rauchen hier? Oh ja, natürlich. Ja, sicher. Sie sind doch von hier, oder? Ja. Vielleicht verwechsel ich sie auch. Ja, ich möchte nicht stören. Die Hüte kann ich also da lassen? Natürlich, tausend Dank. Grüßen Sie Herrn Carsten und auf Wiedersehen, Frau Gerda. Wiedersehen. Ja. Nettes Mädchen, nicht? Ach, schau mal, was ich alles gekauft habe. Zum Beispiel diesen Hut hier. Hm? Ja, das ist lustig. Haben Sie es nicht gewusst? Die ganze Stadt spricht doch davon. Wovon? Es ist immer wieder dasselbe. Die, die es angeht, erfahren es zuletzt. Ich konnte es Ihnen nicht sagen. In meiner Lage, das hätte nach egoistischen Motiven ausgesehen. Die ganze Stadt spricht davon? Ja. Man ist sich auch einig im Urteil über den Betreffenden. Fräulein Zander soll ja schwer krank sein. Das finde ich schön. Das andere hätte sie doch erschlagen mit dem lauten Muster. Gnädige Frau, Sie können sich wirklich gratulieren. Herr Gemahl haben einen Geschmack einmal. Geh mal vor den Spiegel. Ja. Wirklich, ganz ohne Schmeichelei, wie Sie die Kollektion ausgesucht haben, mit einem solchen Sinn für Farben und Material, besonders dieses bezaubernde Arme. Hören Sie, Meister, ich finde die Raffung rückwärts ein bisschen zu toll, was? Oh, finden Sie? Nein. Nein, nein, schon sehr schön. Ich dachte erst, es wäre ein bisschen zu... Bitte? Ich dachte erst ein bisschen zu pompös. Ach, sagen Sie, hätten Sie vielleicht einen Schal, den man dazu tragen kann? Einen Schal? Aber, das wäre doch jammer schade. Das ist besser. Das ist viel besser, Sir. So eine Nacht ist so wunderbar. Mancher Traum wird heut wahr. Schau, wie für uns sich die Sterne drehen. So eine Nacht müsste einen solchen Durst. Bitte. Noch eine Flasche. Nein, nein. Warum nicht? Oh, bitte, ja? Du, dann kriege ich einen Schwips und das wäre herrlich. Ich habe doch noch einen Schwips gehabt. Sie glauben es nicht? Ich bin doch auch zum ersten Mal in einer Bar. Wo sind Sie denn her? Vom Lande. Nicht wahr, Peter? Mhm. Wir sind frisch importiert aus dem Märchenbuch. Bitte sehr. Auf was trinken wir? Worauf willst du? Auf etwas sehr Schönes. Auf diesen Abend. Ist es schön? Findest du nicht? Ja, Peter, was ist denn das? So kenne ich dich ja gar nicht. Ich mich auch nicht. Was ist, Pilar? Nur ein bisschen müde. Entschuldige.
möchte, dass du immer bei mir bleibst. Wartezimmer leer? Niemand mehr da, Herr Professor. Na, dann wagen. Bitte. Bitte schön, Herr Professor. Du hast mir gerade noch gefehlt. Grüß dich. Komm, setz dich. Was darf ich dir anbieten? Nichts. Danke. In 5 Minuten bist du mich wieder los. Na? Tja. Billa, ich fürchte, ich bin ja auf verlorenem Posten. Aber ich möchte wenigstens den Versuch nicht unterlassen haben. Du bist mir wie ein eigenes Kind, das weißt du, und dass ich nur dein Bestes will. Es geht also um Peter. Ja. Du glaubst, er liebt dich. Das glaube ich nicht nur. Ich muss dir eine Illusion zerstören. Er liebt nur dein Geld. Nein. Nein, nein, hör auf damit. Das höre ich, seit ich denken kann. Immer hat's geheißen, der will doch nicht, der schaut doch in den Spiegel. Ich habe ihn angeschaut und ich habe keinen Spiegel mehr ertragen können. Mein ganzes Leben lang hat mich dieses Gespenst verfolgt. Jetzt bin ich zum ersten Mal glücklich. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Kind. Ich habe Beweise. Ich kann nicht darüber sprechen, aber glaube mir, ich bitte dich. Ich kenne diesen Burschen. Er ist ein Abenteurer. Ich verbiete dir, so von meinem Mann zu sprechen. Denn das ist er in Kürze. Wer sich gegen ihn stellt, stellt sich gegen mich. Ist gut, ist gut, ist gut, mein Kind. Reg dich nur nicht auf. Ich habe nur einen Wunsch, dass du es nie bereust. Bei deiner Feier morgen entschuldigst du mich. Als Arzt stehe ich dir immer zur Verfügung. Ich brauche dich nicht. Die Bestrahlungen müssen fortgesetzt werden. Aber das kann er ebenso gut, Neumeister. Sagtest du noch etwas? Nein. So ist das. Und ich habe bis zuletzt geglaubt, es ist nur ein schlechtes Märchen, das die Leute sich erzählen. Du, ich will dir was sagen. Das Zimmer meines Jungen ist mir zu schade. Sucht eine andere Bleibe. Am 15. ist der erste. Und was mit der Kamera? Sie liegt nicht mehr in der Schublade. Die habe ich zur Reparatur gegeben. Es war was kaputt, weißt du. So. Na, dann hol sie, ehe du ausziehst.
das wissen Sie ja, ist meine schwache Seite. Es sind doch heute Abend so viele schöne Worte gefunden worden, dass ich sie gar nicht überbieten könnte. Ich möchte Ihnen nur noch, ehe Sie mich jetzt verlassen, danken. Von Herzen danken, dass Sie gekommen sind und mir, und das heißt uns, einen so wunderbaren Abend bereitet haben. Und wenn ich Ihnen jetzt noch eine Bitte mit auf den Weg geben darf, was ist denn das eigentlich? Wasser unten. Irgendein Alarm. Ach so. Ja. Ach ja, eine Bitte möchte ich Ihnen noch mitgeben. Als Papa uns damals so schnell verließ und die Arbeit über mich hereinbrach, seitdem hatte ich eigentlich völlig vergessen, dass ich eine Frau bin. Und das möchte ich nun nachholen. Ich werde deshalb von nun ab einen großen Teil der Aufgaben meinem zukünftigen Mann übertragen. Und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer ein solcher Anfang ist, bitte ich Sie als die alten Freunde und Mitarbeiter meines Vaters herzlich, helfen Sie Herrn van Boven über diesen Anfang hinweg, indem Sie ihm dasselbe Vertrauen schenken, wie Sie es auch mir geschenkt. Nun ja, geschenkt haben. Also das war's. Schluss aus Musik. So, also. Meine rührende Managerin. Unser Kind. Ja. Und der Prinzgemahl, der ins gemachte Nest steigt. Gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Mein Herr? Herrn Herzbachs Bruder, du weißt doch. Oh ja, natürlich. Unverkennbar. Wir empfehlen uns. Mein Herr. Darf ich mich dann auch verabschieden? Ja, auf Wiedersehen. Wir danken. Musik. An der Stelle dieses Herrn könntest du jetzt auch sein. Aber du warst zu langsam. Die Frau ist zwar verliebt, aber sie hat einen klaren Kopf. Aber lass sie nur auf die ersten krummen Sachen kommen. Die Auskünfte über ihn hast du ja gelesen. Ja. Unsere Sachen bitte. Ich werde ihm auf die Finger sehen. Diesem Schwarzhändler. Aber Vorsicht, nicht zu bestürzen. Herr van Boven wird dringend am Telefon verlangt. Jetzt? Von wem? Das ließ sich nicht erfragen, es hieß nur dringend. Das war ganz, ganz leicht. Auf Wiedersehen. Hallo. Boven. Städtisches Krankenhaus. Ich verbinde weiter mit Herrn Professor Linz. Guten Abend. Was jetzt? Ja, wie stellen Sie sich das vor, dass ich von unserer Verlobungsfeier weg zu Ihnen laufe? Sie werden. Hier ist eben ein ertrunkenes Mädchen eingeliefert worden, das allem Anschein nach ein Kind von Ihnen erwartete. Bei diesem Mädchen fand sich ein Zettel, den ich Ihnen rate zu lesen, ehe die Polizei sich damit befasst. Was? Wer, Gerde? Um Gottes Willen. Ist sie tot? Ja, ja, natürlich komme ich. Natürlich, ja, ja. Ich komme sofort. Was Wichtiges? Ja, da ist etwas passiert. Ich muss sofort weg. Jetzt? Ich kann das auch nicht erklären. Im Moment. Später, Kind, ja? Du, ist das etwas, was uns betrifft? Nein, nicht direkt. Ich wollte. Komm bald wieder zurück. Ja. Was alles kann dieses Mädchen meiner Nichte geschrieben haben? Wo ist sie? Ja. Sie werden doch nicht plötzlich Nerven haben, wie? Eine aus dem Wasser gezogene ist natürlich keine Schönheit mehr. Wiederbelebungsversuche bis jetzt erfolglos. Inwieweit war dieses Mädchen informiert? Hat es gewusst, dass Billa, ich meine, wie krank Billa ist? Mir nicht. Ich weiß nicht, Gerüchte wohl. Dann wird also in diesem Brief vermutlich stehen, dass Sie Billa nur heiraten, weil Sie in einem halben, dreiviertel Jahr... Nein, nein, nein. Das hat sie nicht gemacht. Linz. Linz.
Bitte retten Sie sie, Clemens. Was geschehen kann, geschieht. Ein Zufall, dass ich heute Abend in der Klinik bin und der Zettel mir in die Hände fiel, ehe er in die Polizeimaschine geriet. Meine Nichte darf diesen Brief nicht bekommen. Ach, da bist du ja. Oh ja. Pilar, sag mir, ist ein Brief gekommen, während ich weg war? Ein Brief? Nein. Nicht. Ja, was ist denn mit dir? Nichts, nichts, komm, ich muss jetzt mit dir sprechen. Du, ich habe plötzlich solche Angst. So also doch etwas, was uns betrifft. Ja? Ganz ruhig, komm. Setz dich mal. Ja. Ich komme da von deinem Onkel wieder. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck. Und das tun sie alle. Weißt du, ich habe mir gedacht, mir ist das wurscht. Ich frage nicht danach, was sie von mir denken, aber ich halte es nicht aus. Nein, danke schön. Ich habe nicht gewusst, wie das ist. Du bist eine reiche Frau und ich bin nichts. Weißt du, ich habe nichts. Ich schaff's eben nicht. Ach, mir ekelt vor mir selber. Wie ist das? Mein Onkel ruft dich an? Mitten in unserem Fest und du gehst einfach hin und tanzt, wie er pfeift? Was fällt diesem alten, anmaßenden Mann eigentlich ein? Vielleicht so ist das nicht. Das ist eine Geschichte, die ich dir verschwiegen habe. Eine ganz schreckliche Geschichte. Ein junges Mädel. Armer Teufel, ganz jung. Moment. Herztöne vernehmbar. Noch kein Puls. Kurabi. Los, los. Herr Professor, einer Kersten, der Chef von der Kleinen. Ich hatte schon geschlafen. Liebt sie? Ich hoffe, wir werden sie zurückholen können. Darf ich zu ihr? So. Linz. Ja, Villa? Ich möchte nur wissen, wie geht es Gerda Peters? So. Glaubst du? Sie ist ja noch jung. Sonst noch etwas zu sagen, Villa? Liebes Fräulein Gerda. Sie hat natürlich geglaubt, du heiratest sie. Nein, das hat sie nicht. Tja, aber sie kriegt ein Kind von dir. Ja. Ein Kind. Das ist natürlich nicht schön. Aber sie lebt. Gott sei Dank, Sie! Machen Sie, dass Sie weiterkommen! Es tut mir leid, gnädiges Fräulein, aber dieser Bursche ist nicht zu bändigen. Bursche? Keine Injurien. Ich habe einen Auftrag für die Dame des Hauses und ich werde mich dieses Auftrages entledigen. Aber rasch, und dann verschwinden Sie wieder. Oh, höflich, Kleiner, ne? Ich bin es auch. Wie im Studium angebläut. Ja, meine Auftraggeberin war mit dem Bodenhonorar sehr splendid. Habe ich die Ehre mit Fräulein Sibylle Zander persönlich? Ja, was wollen Sie? Geben Sie den Brief her. Ladies first. Ja. Danke. Womit ich die Ehre habe. Gerda Peters? Lies den Brief nicht.
Vielleicht. Steht etwas darin, was ich noch nicht weiß? Das ist arg jetzt. Ich habe an dich geglaubt. Du hast also nur gesprochen, weil du wusstest, dass dieser Brief unterwegs war. Ja. Ja. Ich mag es nicht mehr wissen. Heiraten Sie den Mann nicht, der ist ein Lump. Er will nur ihr Geld. Heiraten Sie den Mann nicht, der ist ein Lump. Er will nur ihr Geld. Ist es so? Dass ich ein Lump bin, sicher? Nein, 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 das andere! Das mit dem Geld? Nein. Nein, das stimmt nicht. Das könnte ich sogar beeilen. Sofern ein Lump einen Eid hat. Aber nicht pathetisch werden, Herr von Rufen. Das glaubt doch keiner. Nicht mal du, Bilder. Stehen in Gesichtern von Herrn Hersbach, von Linz, von Charles, von allen. Es hat keinen Sinn, Billa. Machen wir Schluss, ich verschwinde, du bist frei. Komm mal her zu mir. Du liebst mich. Wir heiraten bald. Vor 3 Monaten hast du mich aus der Klinik abgeholt. 3 Monate? Hm. Was wohl die Amsel macht, die mir Onkel Hinz damals geschenkt hat. Ach, singen wird sie singen. Ach du, schau mal, die pummelige Wolke da oben, die erinnert mich an Mumi. Mumi hat mir gesagt, ich muss ihr schreiben, was du gerne isst. So. Mumi mag dich nämlich.
Was ist denn? Ach, eine dumme Angewohnheit. Entschuldige. Manchmal kommt es mir so vor, als ob meine Finger wieder so... Aber das ist sicher nur eine Einbildung. Natürlich ist eine Angewohnheit. Eine dumme Angewohnheit. Aber wir gehen doch zum Arzt. Deswegen? Weißt du, Linz hat doch gemeint. Ach, Onkel Linz. Auf meiner Hochzeitsreise werde ich zum Arzt gehen. Was höre ich? Sie essen nicht? Ich habe keinen Hunger. Sie haben sich wohl in den Kopf gesetzt, Sie wollen nicht mehr. Wie? Sie bockt eine kleine Person, Sie. Was glauben Sie, wie viel in diesem Hause alles geben, wenn Sie nur leben dürften? Aber wie Sie wollen. Da war übrigens ein Herr bei mir, der wollte mir sein Bankkonto geradezu aufdrängen. Damit dir ja nichts versäumt wird, um ein gewisses Fräulein Gerda Peters wieder mobil zu kriegen. Ich finde ja, wenn man so einen Herrn auf der Seite hat. Kind, die großen Träume gehen im Leben nie in Erfüllung, wenn man Glück hat, die kleinen. Und genau besehen Sie das auf die besseren. War das Herr Kersten? Sie merken aber auch alles. Na, ein Löffelchen. Schlagsahne. Na, vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht betteln brauchen. Wetten? Herr Professor? Ja. Ein Telegramm bitte, Herr Professor. Ja. So. Und das wird jetzt gegessen. Ja? Danke. Dr. Landi, anfordere dringend Material. Sibylla Zander-Boven. Dr. Landi. Dann weiß sie es also. Ich kann mich den Ausführungen des deutschen Kollegen Linz nur anschließen. Zu spät gekommen. 2-3 Monate früher. Professor? Mal im Kabu. Was machen wir denn? Wir sind eben noch nicht so weit. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe doch gelesen, Sie haben doch Fälle kuriert, die vor ganz kurzer Zeit noch absolut hoffnungslos waren. Oder? Gewiss, aber wir sind erst auf dem Weg. Eines Tages wird es gefunden werden, das rettende Mittel, das ist sicher. Vorläufig. Mir sind Grenzen gesetzt, in jeder Beziehung. Es ist klar, dass ich schneller zu einem Ergebnis kommen würde, wenn die vorhandenen Mittel mir 1000, 2000 Experimente erlaubten, statt der 100, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Ja, ich verstehe. Ja, wir kommen eben nur schrittweise voran. Das Land ist arm, der lange Krieg. Man kann die Forschung nicht so unterstützen, wie es notwendig wäre. Das war nicht immer, denn? Klar. Ja. Ach, Peter. Was ist denn? Warum weinst du denn, du? So etwas Niederträchtiges. Ich komme zurück von dem... Na, wie heißt er denn? Von dem Landi. Ja. Leg mich ein bisschen hin. Bin prima in Stimmung. Der hat nämlich auch gesagt, es ist nur nervös. Und wie ich aufstehen will, kann ich nicht gehen. Meine Beine einfach aus. Und jetzt? Jetzt ist es in Ordnung, aber... Sie waren einfach weg, die Beine. So eine Gemeinheit. Aber das Rätsel kann ich dir schon erklären. Das ist einfach das Hundeklima hier. So, na, natürlich, du? Mir geht's ja genauso. Ja. Wollen wir es mal versuchen? Ja. Also. Na, geht's denn?
Süß. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Jetzt fahren wir nach Hause. Ach ja. Niemand das traut. Und so auszuprobern, dass man das Bett schon mal im Büro aufschlagen muss. Warum wird denn nicht im Namen des ganzen Betriebes gegen die Geschäftsmethoden dieses Herrn protestiert? Die Kredite, die er aufnimmt, werden immer höher. Es wird dir gleich klar werden, weshalb. Ich denke, in diesem Haus ist seit Bestehen noch nie auf Pump gearbeitet worden. Was soll zum Beispiel die geradezu hysterische Steigerung des Umsatzes? Wir verschulden mehr und mehr. Hör zu, ich habe dich rufen lassen, um dir etwas zu zeigen. Das hier ist mir nämlich aufgefallen. Es ist etwas im Gange via Exportkonto. Er? Aber sonst... Es ist nur sehr geschickt getarnt. Noch sehe ich nicht ganz durch. Wie geht's meiner Frau? Die Frau liegt, aber ich habe den Eindruck, es geht heute viel besser. Das ist für sie gekommen. Was ist das? Wenn aus dem Schrittchen ein Schritt wird, dann können Sie sich von mir wünschen, was Sie wollen. Jetzt nenne ich Sie Charles, Sie alter Esel. Warnen Sie! Was höre ich? Es geht besser. Ja, das hat auch seine Gründe. Komm mal schnell her. Geht besser? Ja, ja, du, jetzt lach mich aus. Weißt du, was mir fehlt? Nein. Sag mal... Sag mal, wie siehst du denn wieder aus, du ehrgeiziger... Was, warum? Wie sehe ich aus? Du sollst dich doch nicht immer so abrackern. Wirklich nicht. Fehler, was fehlt dir? Ach ja, da ließ hier stets. Übelkeit, Schwindel und Ohnmachtsanfälle und so weiter und so weiter. Also, die natürlichste Sache der Welt, die einer nicht ganz unglücklich verheirateten Frau passieren kann. Meinst du? Ja. So. Ja, und weil ich eben ein besonderer Zipfel bin, da hat es mich auch ganz besonders erwischt. Aber jetzt, da ich es weiß, werde ich keinen Mucks mehr tun, nur noch mich freuen drauf, ganz schrecklich freuen. Freust du dich nicht auch? Doch, ich freue mich. Freue mich, Spatz, jetzt wird alles wieder gut. Jetzt wird alles wieder gut, ja. Na also, jetzt ist er fällig. Das war ja vorauszusehen. Ihr werdet wissen, dass die Ehe nicht lange geht. Gehen kann. Und jetzt hat er sein Schäfchen im Trocknen. Mhm. Im Ausland, ja. Wissen möchte ich nur, wie er das mit den Devisen schafft. Bei seinen einstigen Schwarzhandelsbeziehungen? Naja, ich informiere jetzt jedenfalls die Chefin. Dass mich nur die Interessen des Hauses leiten, brauche ich wohl nicht zu versichern. Entschuldigen Sie, Hasbach, wenn ich das bezweifle. Oh, bitte. Prüfen Sie doch die Belege. Sie kommen hinter dem Rücken meines Mannes zu mir. Warum wählen Sie denn nicht den offenen, den direkten Weg zu ihm selbst? Weil ich nicht glaube, dass ein Mann, der seine, Sie verzeihen, Schiebungen ins Ausland auf eine so unwahrscheinlich geschickte Art zu tarnen verstanden hat, die Wahrheit sagt. Der Mittelsmann, dem diese Gelder zufließen, ist ein gewisser Landi. Ja, Landi. Landi? Dr. Landi? Ja, Dr. Landi, steht da. Landi? Ja, ja, das... Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Das weiß ich doch. Ja, wir haben das... Wir haben das nämlich auf der Hochzeitsreise besprochen. Verzeihen Sie, Frau... Ja, wieso bin ich denn nicht informiert worden? Das hat es doch nie gegeben, dass Transaktionen eines solchen Umfangs nicht... Also, ich begreife das nicht. Wozu denn diese ganze Geheimniskrämerei? Ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Mir ist auch nicht sehr gut. Bitte gehen Sie jetzt, ja? Selbstverständlich. Wie Sie wünschen, nee, Frau. Nur, ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Guten Tag. Thank you.
Betty, was hast du denn? Was ist denn los? So rede doch. Ja, Gustav, er soll mich zu Onkel Lenz fahren. Entschuldige, Billa, habe dich leider warten lassen müssen. Was ist denn? Ist was los? Sag mir bitte die Wahrheit. Was fehlt mir? Ja, wovon sprichst du denn? Die Wahrheit, bitte. Peter schickt Landi Geld. Sehr viel Geld. Ich weiß, wer Landi ist. Hier. Aber Kind, das ist ja... Unsinn ist doch das. Glaube mir. Du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß Bescheid. Nervös. Mein kleines Mädelchen, jetzt lass doch mal ganz ruhig mit dir reden. Was dich jetzt da so erschreckt, ist doch nur ein Gespenst. Ich schwöre es dir. Ja. Mein Eid. Du weißt es längst. Und Peter, ach, deshalb musste ich zu Landi. Deshalb hat er mir so zugesetzt. Was ist das? Ich möchte nach Hause. Du lässt es dir jetzt nicht ausreden, aber die Zukunft wird es dir zeigen. Ich möchte nach Hause, bitte. Ich möchte nach Hause. Ja, ich bringe dich gleich. Ja, Herr Professor, dass ich Sie noch treffe, gnädige Frau. Ich bin ja so unaussprechlich dankbar, was Sie für mich getan haben, das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, sie wird heute entlassen. Ja, ich weiß, ich hole sie ja ab. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Ach, Gerda. Wann kommt denn das Kind? Überhaupt nicht. Sepsis hätten Sie kaum durchgebracht. Soll ich einen Wagen holen oder gehen wir erst ein bisschen durch die Luft? Oh, ich würde ganz gerne noch ein Stückchen zu Fuß gehen. Ja, das ist... Billa. Sie schläft jetzt, aber Sie lassen sie trotzdem nicht aus den Augen. Und wenn irgendetwas sein sollte, ich bin im Werk erreichbar. Herr Professor, ich habe schon seit langem so ein Gefühl. Die Leute reden ja auch so viel. Bitte sagen Sie es mir doch. Wie steht's denn mit ihr? Nicht gut. Ich glaube, ich habe Ihnen einiges abzubitten. Aber das ist sekundär jetzt. Ja, nehmen Sie Platz. Danke. Billa weiß, wie es um Sie steht. Kranke, die es in einem so fortgeschrittenen Stadium erfahren, lassen sich meist stürzen. Der Widerstand hört auf und das beschleunigt, kann jedenfalls den Verlauf sehr beschleunigen. Wie ist das möglich? Und wie trägt sie es? Sie schläft jetzt. Ich habe ihr eine Spritze gegeben.
Sie muss irgendwie darauf gekommen sein, dass Sie Landesarbeit unterstützen. Durch wen? Charles. Charles, das Telegramm. Sie wissen, heute Mittag haben Sie darüber irgendeine Bemerkung zu meiner Frau gemacht. Nicht. Bestimmt nicht. Hat meine Frau vielleicht inzwischen Besuch gehabt? So. Herr Hersberg, bitte. Es ist ein ungeeigneter Augenblick, aber zwischen uns steht eine Rechnung offen. Und mir scheint, der Schuldner bin ich. Ach, gar nicht. Gar nicht. Ich war schon der Spekulant, den Sie mich genannt haben, Herr Professor Dins. Bin an diese Frau rangegangen. Nur das unverdiente Glück gehabt, dass sie einen Menschen aus mir gemacht hat. Woher weiß der das? Woher weiß Hersbach das? Bitte. Biller war der einzige Mensch, der an mich geglaubt hat, wissen Sie. Und das war in meiner damaligen Situation so eine Art Lebensrettung. Wer ist das? Komm, der Hersbach! Kommt sofort, Herr Van Boog. Ich habe eine wirkliche Metamorphose hinter mir. Und sagen Sie, Linz, sie muss, wenn nicht ein Wunder geschieht, dann muss sie jetzt. Ja. Bitte. Herr Hersbach, haben Sie eine Ahnung, wie meine Frau erfahren haben kann, dass ich den Forscher Landi unterstütze? Ja, ich habe allerdings heute Ihrer Gattin berichtet, dass, dass Beträge dorthin gehen. Ich dachte, ich würde Sie niederschlagen, Sie. Es wäre mir eine Erleichterung, wenn ich das noch könnte. Das heißt, möchte. Sie, trauriger Idiot. Ich fürchte, Sie haben in Ihrem Eifer eine Hinrichtung vollzogen. Landi. Hallo. Landi. Ja, Sie sind so weit weg. Hören Sie mich? Ja, ja, wir waren unterbrochen. Hören Sie, Landi, nur Sie können mir noch helfen. Es geht dir schlecht, ganz schlecht. Was? Nein. Was? Aber Sie haben doch gedacht, dass Sie ein Schrittchen weiter wären. Hören Sie, es treten schon Atemlähmungen auf. Nicht. Nicht. Ja, ja. Gut, gut. Stan ist längst tot. Ist längst tot. Lassen Sie mich doch bitte. Bitte. Sie kommen ja sonst ganz herunter. Bitte. Bitte kommen Sie. Sie ist bei sich.
hast du mich zurückgeholt. Es war schön da. So leicht. Und die Farben. Die Anzel war auch da. Zueinander gefunden hat. Versprich mir, dass du auf ihn aufpasst. Er braucht dich, so versprich es. Ja, bitte. Und du darfst mir keine Dummheiten machen, ja? Nicht einfach alles hinwerfen und davonlaufen, versprich es mir. Wenn ich dann Papst begegne, will ich doch keine Vorwürfe kriegen. Du bist mein Zeuge. Ja, bitte. Ja. Ich danke dir für deine Liebe. Du darfst nicht gehen. Ich werde auch nicht gefragt, Peter. Ich war so glücklich mit dir. Zu glücklich. Vielleicht muss ich deshalb fort. Vollkommenes darf es halt nicht geben. Wohl nicht lesen. Das Fahrrad ist abgezählt, bereitzuhalten. Und unaufgefordert zu entrichten. Da müssen Sie aber freundlicherweise zu mir bemühen, oder soll ich Ihnen nachlaufen? Haha, diese Tricks erkennen wir. Das sagen alle Schwarzfahrer. Hallo, Peter. Ja, man muss das sein hier vor allen Leuten. Das Kraft ist verflucht, als ob sich nicht schon im Morde genug über mich zerreißt. Oh, sei nicht böse, du. Ich hab's nicht erwarten können. Ich habe mir freigenommen im Geschäft. Sag, hast du was erreicht? Ach, traut sich nicht. Ja, wieso denn? Du hast doch gemeint, es wäre nicht mehr wie eine Revanche. Er muss uns heraushelfen aus der Kamalität. Was? Wie heißt das? Ach, ist doch egal jetzt. Du hast ihn doch auch rausgeflogen damals mit seiner Verwundung. Ja, ich habe ihn rausgeflogen, er will nicht reinfliegen. Seine Praxis steht auf dem Spiel, er wird beobachtet. Ja. Irgendjemand hat ihn verpfiffen oder was? Na, was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Nur eine sogenannte Dame. Ich verlange 500 Mark. 500 Mark? Ich habe noch 1,75. Aber es muss was geschehen. Ja, Kind, es geschieht ja auch. Was glaubst du, ist ein Vergnügen, bei den Ärzten herumzubetteln? Ich kann so nicht nach Hause kommen. Ich kann nicht. Und du bist schuld, also jetzt hilf mir auch. Ja, ich bin schuld und du bist mein kleines Opfer. Ich gehe zu Linz. Professor Linz? Der vom Krankenhaus. Na, glaubst du denn, dass der sowas überhaupt macht? Eine kleine Chance haben wir. Eine kleine. Er war der Assistent von meinem Vater. Das ist allerdings viele Jahre her. Sie sind also wieder im Lande, Peter van Boven. Nehmen Sie Platz. Danke, Herr Gebenst. Wie wär's mit einem Cognac? Immer.
Und wie geht es Ihnen denn? Ja, weder noch. Was treiben Sie? Nichts, ich warte. Worauf? Auf einen Cognac. Nein, auf eine Gelegenheit. Wissen Sie, was ich gelernt habe, das ist heute nicht mehr allzu hoch im Kurs. Mindestens momentan, vielleicht morgen wieder, ich weiß nicht. Aber ich bin besser als mein Ruf und mein Benehmen. Waggonweise habe ich nicht geschoben. Leider. Sonst ist sie jetzt nicht hier, nicht da. Und warum sind Sie nicht gleich nach Hause gekommen? Nach Hause? Ja, was hätte ich ja tun sollen? Das Haus ist weg, das Geld ist weg. Papa ist weg. Aber es gibt doch auch Leute, die ihrem Vater gegenüber so etwas wie eine freundschaftliche Verpflichtung. Los, Junge, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich etwas für Sie tun kann oder soll. Ja. Dankeschön. Also, bis gleich. Gnädiges Fräulein, ist Ihnen nicht gut? Dankeschön. Sind Sie nicht, Kersten vom Hutsalon, Kersten. Ja, ganz richtig. Fräulein Gerda, nicht wahr? Ja. Ja, aber was haben Sie denn? Ich weiß nicht, ich bin allerdings so wackelig auf den Beinen. Ja, danke vielmals, sehr lieb von Ihnen. Ist auch schon wieder vorbei. Übrigens, Sie sollen so sehr hübsche Hüte machen. Oh, dankeschön. Ja, vielleicht komme ich demnächst auch mal wieder vorbei. Wieder schon. Nein, Peter van Boven, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich kann Ihnen nur ein Rezept verschreiben, heiraten. Ja, können Sie mir auch ein Rezept verschreiben, Herr Doktor, Herr Professor, wie ich das machen soll? Ich habe nämlich keine Lust, die Welt um eine unglückliche Ehe zu bereichern. Es ist ein liebes Mädel, es ist ein nettes Mädel, aber im Grunde genommen haben wir uns überhaupt nichts zu sagen, im Wesentlichen. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. So. Ja, Sie sagen also nein. Haben Sie es anders erwartet? Nein, wirklich nicht. Die Erfahrungen, die man mit der Hilfsbereitschaft der sogenannten Heimat macht, das ist immer dasselbe. Verdrehen Sie die Dinge nicht, Peter van Boven. Was Sie von mir verlangen, hat mit Hilfsbereitschaft nichts zu tun. Arbeit, ja. Wenn ich Ihnen dazu hätte verhelfen sollen. Hausdiener hier, Herr Professor. Nein. Und für den Anfang hätte mir jedenfalls mehr imponiert, als dass Sie auf eine Gelegenheit warten. Nein, Herr Professor Linz, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich ein fatales Malheur hatte. Aber nicht, um mir von Ihnen Belehrungen anzuhören. Wir verstehen uns nicht, Peter van Boven. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich weiß auch, warum. Es kann nämlich keiner ermessen, was er nicht am eigenen Feld erlebt hat. Keiner. Sie waren Dr. Linz damals und Sie sind jetzt Professor. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind drin und ich bin draußen, nicht wahr? C'est la vie. Und nichts für ungut, Herr Professor Linz. Ist das denn die Möglichkeit, diese kleine Rübe traut sich noch hierher? Tag, Onkel. Villa, Mädchen. Darauf trinken wir einen Cognac. Nein, kein Cognac. Ich komme als Patientin zu dir. So, zum Onkel Doktor kommst du nur. Und ich dachte schon, du hättest dich mal wieder an einen armen, alten, einsamen Mann erinnert. Sieht übrigens gar nicht so besonders aus. Ja, weiß ich. Ich habe auch gearbeitet wie ein Pferd. Mhm. Und? Wo fehlt es uns? Jetzt habe ich beinahe Hemmungen. Du lach mich bitte nicht aus. Ich glaube nämlich manchmal selbst, ich bilde mir das nur ein. Ja, meine Hände, das ist so komisch. Die werden auf einmal taub. So, pelzig, weißt du? Ich spüre sie dann gar nicht mehr. Und wie lange dauert das? Oh, das geht immer ziemlich schnell wieder vorbei. Ich war gestern noch wieder ganz drauf. Schmerzen? Tut dir was weh? Ja, doch. Doch, da oben ist so eine Stelle. Hier habe ich dann so ein Ziehen. Wieso ich zu dem gegangen bin, das möchte ich wirklich wissen. Mich schon als Kind nicht verknusen kann. Spießer. Klar. Nein. Warum denn nicht? Ich muss mir das sowieso abgewöhnen. Machen wir gleich einen Anfang.
Ob ich zu Fräulein Zander gehe? Zu wem? Fräulein Zander. Wie kommst du auf die? Ach, die ist immer so nett zu mir, eben auch wieder. Die ist gerade reingegangen, hast du nicht gesehen? Die war das? Mhm. Du liebe Zeit, die sieht noch sauer aus als früher. Hätte ich nicht mehr erkannt. Für die wären 500 Mark doch eine Kleinigkeit. Bei der ihrem vielen Geld. Wenn die einen Hut bei uns bestellt, fragt sie nie nach dem Preis. Also das ist die richtige. Die richtige Adresse, die alte Schachtel. Nein, nein, das stimmt nicht. Die ist jung. Ja, ich weiß. Ich bin mit ihr in die Schule gegangen. War immer eine alte Schachtel, wird immer eine bleiben. Oh, la la mouchapou. Was ist denn? Nichts Unanständiges, mein Hut. Sag einmal, seit wann merkst du? Die Scheinblüte, die der Eingriff nach sich ziehen wird, zu Hilfe kommt. Wie lange geben Sie ihr noch? Anders, ja. Höchstens drei Viertel. Ah. Hallo, wo wollen Sie denn hin? Ich mache einen Krankenbesuch. Bei wem? Verzeihen Sie, es ist doch meine Sache. Nicht ganz. Herr, in diesem Hause bin ich. Also, wen wollen Sie besuchen? Fräulein Zander, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir sind Jugendfreunde, wissen Sie? An diese Freundschaft haben Sie sich wohl erinnert, als Sie bei mir Ihren Hut liegen ließen. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich verstehe Sie nicht. Und doch, Sie verstehen mich ganz genau. Diese Patientin darf noch nicht besucht werden. Geben Sie Ihr Grünzeug an der Pforte ab. So. Nein, der Ausgang ist hier. Und damit es keinen Irrtum gibt, diese Patientin wird überhaupt nicht besucht. Von Ihnen. Ja, Lenz, wenn ich jetzt nicht Rücksicht nehmen würde auf Ihre Kranken, dann könnten Sie ja einen Skandal gefasst machen, das kann ich Ihnen sagen. Wundern Sie sich, Meister Lee, entschuldigen Sie. Aber dieser Bursche hat neulich unser Gespräch mit angehört. Wissen Sie noch? Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch. Gestern Abend. Trotzdem begreife ich die Zusammenhänge nicht. Dafür begreife ich umso mehr. Und diese Zusammenhänge sind, wenn mich nicht alles täuscht, übel. Gnädige Frau, das wäre auch noch eine recht leidsame Form für Sie. Nein, 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 Fräulein. Der ist mir nicht jugendlich genug. Vielleicht zeigen Sie mir mal das Veilchenmodell aus dem Fenster. Ja, gewiss, nee, Frau, aber ist das nicht mehr für ein ganz schmales Gesicht? Soll das etwa eine Kritik sein? Nein, nein, keinesfalls, mir.
Ich mache Ihnen jeden Hut, den Sie wünschen, gnädige Frau. Es soll nur hinterher nicht heißen, dass Sie im Salon Kersten falsch, beraten wurden. Luise! Ein Personal ist das? Entschuldigen Sie bitte. Auf das Sofa, ja. In meinem Büro. Luise wird Sie gleich weiter bedienen. Vorsichtig, Kinder. So. So ist es gut. Lass mich mal durch, ja. So. Na, sowas? Das ist schon das dritte Mal. Jetzt kümmert ihr euch mal um die Kundschaft, ja? Macht die Tür zu. Fräulein Gerda. Ach, bitte, verzeihen Sie bitte. Nein, nein, erholen Sie sich mal. Erst mal, ja? Von Gerda, Sie wissen ja, ich war verheiratet. Meine verstorbene Frau hat bei unserer Kleinen in den ersten Monaten auch unter Ohnmachten zu leiden gehabt. Ich will damit zum Ausdruck bringen, ich kenne das, ich weiß, was mit Ihnen ist. Aber nein, Herr Kersten, Sie irren sich. Ich habe die Verbindung mit diesem Herrn von Anfang an mit Sorge beobachtet. Ein Mädchen wie Sie. Ich wäre mal stolz darauf, dass Sie so auf sich gehalten haben und nicht wie die anderen. Umso mehr habe ich es dann bedauert, dass Sie gerade diese Wahl getroffen haben. Wird Herr van Boven Sie heiraten? Nur natürlich, wenn ich es will. Er wird Sie nicht heiraten. Ich kenne ihn. Im Stich wird er Sie lassen. Wenn Sie das glauben, warum sagen Sie es denn dann? Sie quälen mich doch nur. Gerda, Sie sollen wissen, dass Sie dann nicht alleine dastehen. Dass es einen Menschen gibt, dem Sie nur die Hand zu geben brauchen. Er sitzt vor Ihnen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Herr Kersten. Sie haben doch eben gesagt, Sie wissen das. Das heißt, Sie glauben zu wissen, was mit mir ist. Wir würden ihm tun, als wäre es unser Kind. Also ich bin jetzt ganz... Ich bitte sehr, Herr Kersten, ich kann jetzt noch nichts sagen. Nein, das sollen Sie auch nicht. Überlegen Sie sich das ruhig und gründlich. Aber, Fräulein Gerda, wenn Sie sich für mich entscheiden, dann müsste ich eine Bedingung stellen, dass Sie dann dort Schluss machen. Guten Morgen. Ach, Schwester, es geht mir gut. Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Ach, bitteschön. Ein Herr möchte Sie sprechen. Mit Peter van Boven? Ja, lassen Sie ihn herein. Ich habe die Weisung von Herrn Professor. Besuche nur 10 Minuten, bitteschön. Ach, gemein. Ja, am Tag male ich mich überhaupt nicht an und dann wird man gleich erwischt. Na, du hast schön hier. Du. Tag, Villa. Oder muss ich dich jetzt gnädigste? Ach, geh. Tag, Peter. Du sag mal, neulich die herrlichen Blumen und heute das. Ja, ich danke dir schön. Ja, das ist ja toll. Wird mal nach einer Vase klingeln. Nein, das machen wir nicht. Die stellen wir da hinein. Sonst kommt inzwischen dein Cerberus und sagt, ja, bitteschön. Und du sagst, mach eine Vase. Und sie sagt, fort, bitteschön. Und dann kommt sie, geht sie und bringt sie. Und meine 10 Minuten sind um, machen wir nicht. Du bist noch genau wie früher. Weißt du noch, bei unserer Schlussfeier damals, wie du unseren Direkt nachgemacht hast, dass wir beinahe unter der Bank gelegen haben vor Lachen. Nachdem, oh mein Gott, dann stopp sie. Ja. Boven, sie werden noch einmal in der Gosse enden, ja, wenn sie so weitermachen. Ja, bei dir sieht sie aus wie bei einer Filmdiva. Hast du denn so viel Verehrer? Nur vom Werk. Nur vom Werk? Mhm. Anscheinend muss man krank werden, damit man Blumen kriegt und sich die Leute um einen kümmern. Offenbar. Und du schneist so einfach daher, nachdem wir uns, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre nicht mehr gesehen haben? Kenn die Langeweile, selber was. Und die Einsamkeit.
Lazarett. Na, glaubst du nicht? Nein. Dein schlechtes Gewissen hat dich hergetrieben. Wieso mein schlechtes Gewissen? Weißt du denn nicht mehr, was du mir immer als Junge nachgerufen hast? Musste doch als Kind schon eine Brille tragen. Und deshalb war ich für euch Jungs die... Was? Und du hast es erfunden. Die... Alte Schachtel. Ja. Ja, da gab es sogar mal Tränen und die einzige Ohrfeige von meinem Vater, weil ich um keinen Preis mehr eine Brille aufsetzen wollte. Da bin ich ja tief in der Kreide bei dir. Was ist denn? Schmerzen? Ja. Was machen wir denn jetzt? Die alte Schachtel wieder ausradieren? Ach, geh, ist doch längst verziehen. Weißt du, ich möchte, dass du später, wenn du dich überhaupt an mich erinnerst, dass du dir dann sagst, als Junge war zwar ein Mistvieh, aber später hat er mir doch mal ganz nett die Zeit vertrieben. Ja. Bitte schön, es ist wieder ein Herr da. Herr Direktor Hersper, ich habe ihm gesagt, das geht nicht. Ein Besuch nach dem anderen. Na, bitte schön. Dagegen sind wir machtlos, Schwester, das Geschäft. Ich lasse bitten. Bitte schön. Also. Auf morgen, ja. Komm gern. Und eine Frage, Billa, habe ich dich jetzt angestrengt? Na, du, das ist aber eine dumme Frage. Ja, sagst du, dein Onkel Lind sagt anders. Angeschnauzt hat er mich. Patientin darf noch nicht besucht werden. Erzähl ihm ja so gleich, dass ich da war. Ja. Also. Guten Tag. Darf ich vorstellen, der gute Geist der Zanderwerke, Direktor Hersbach, Herr van Bogen. Hersbach, bitte schön, nur 10 Minuten, Herr Direktor. Adio. So ein lausiger Junge. Ach, ich habe mich glänzend amüsiert jetzt. Das sehe ich. So kennt man sie ja gar nicht. Sie sind aber zauberhaft, diese Orchideen. Also, starten Sie. Sie planen doch gewiss einen geschäftlichen Überfall auf mich. Nein, liebe Frau, mein Besuch sollte eigentlich ganz privat sein. Ich dachte mir, dass etwas Gesellschaft vielleicht... Aber nun möchte ich Sie nicht länger stören. Aber lieber Hersbach, jetzt werden Sie nicht komisch. Kommen Sie, setzen Sie sich. Erzählen Sie mir, wie machen sich unsere neuen Webstühle? Also bitte, wie Sie wünschen, sprechen wir vom Betrieb. Sag mal, du Bratsch. Du, der war wieder da. Wer? Der Kerl mit dem halben Ohr. Beinahe hätte ich die Polizei geholt. Der hat einen Fuß zwischen die Tür geklemmt, wie ich nicht reinlassen wollte. Ja. Also das kannst du nicht verlangen, dass ich als alleinstehende Frau so einen Pack da habe. Wenn du schon mit so einem Zuchthäusler verkehrst, dann... Er kommt nicht mehr. Und dann ist diese Gerda wieder am Apparat. 5-mal hat sie heute schon angerufen. Dann geh mal ran, los. Nee. Sie muss dich unbedingt sprechen, sag sagt ich, bin sie. Ich da. Nee. Also Junge, davon habe ich langsam auch genug. Immer diese Lügerei. Dann mach ehrlich Schluss mit dem Mädel. Komm, Mutter Bratsch, lass mich jetzt allein, ja? Ja. Das ist das letzte Mal, hörst du? Ja, das letzte Mal. Hoffentlich. Die haben doch zuerst alle gedacht. Na ja, die Kleine, das Hascherl. Wie lange Zeit und die Fabrik ist dir aus der Hand gewunden? Na, Meister. Ah, Sie sind doch da. Günstig. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen wegen heute Abend. Ja. Entschuldigt mich einen Moment. Over. Muss Ihnen leider Ihren freien Nachmittag verkürzen. Ich schicke Ihnen gleich meine Nichte herüber. Brauche sämtliche Befunde. Was, bei Fräulein Zander? Ja, vermute bösartige Geschwulste am Rückenmark. Symptome sprechen dafür. Verständigen Sie Röntgenzimmer. Ja, ja, selbstverständlich, Herr Professor. Ich stehe ganz zur Verfügung. Danke. Sie? Noch hier? Ja. Entschuldigen Sie, ich habe nur meinen Hut vergessen. Jemand drin. Ein Mann, ein Kerl. Platz oder Katz oder so ähnlich heißt er. Ein halbes Ohr hat er. Matz. Ja, ist möglich. Ein ganz unverschämter Patron. Tut, wie wenn er hier zu Hause wäre. Schneid dich nicht, Matz. Sag mal, unsere Kolonie führt sie wohl nicht mehr, oder? Hast auch nachgelassen, Kleiner. Was willst du denn? Was soll ich denn schon wollen? Hier. Hm.
du eine Zigarette? Nee. Aber ich kann die nicht drehen. Mhm. Das ist aber sehr sauer, du. Gab's das jetzt? Hast du aber Pech gehabt? Ja. Zeig mich an! Glaubst du nicht, dass ich mich dauernd von dir erpressen lasse? Halt mal einen Augenblick der Luft an, Kleiner, ja? Du warst ja mal ganz froh, dass hier dein Freund Mats dir nicht versissen hat. Hab dich auch dafür bezahlt. Nicht zu knapp. Und ich hab hier gesessen. Auch nicht so knapp. Du weißt ganz genau, dass ich keine Ahnung davon gehabt habe, dass die Wagen gestohlen waren. Das weiß niemand so genau wie du. Alter Hut. Und jetzt hör ich mal was da an, Kleiner. Ich gebe dir 3 Tage oder sagen wir 1 Woche Zeit. Wenn dann die Kohlen nicht da auf dem Tisch liegen, dann ist Feierabend. Hier, verstehst du? Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr gefressen. Riss die Semmel, mich kannst du am Kopf stellen, fällt nichts mehr aus. So. Und das da? Ist das ja nicht? Das sind die Sachen von meiner Wirtin. Fort weg! Für so was kriegst du noch eine Stange Geld. Und dann denk an den gefallenen Boom. Wenn ich die Frau bestelle, schlage ich den Schädel ein. Stehlen, stehlen, leihen, mein Nick. So einer wie du fällt einmal wieder auf die Beine. Kauft eine neue. Aber wie das macht, ist mir wurscht. Hauptsache hier, die Kohlen stimmen, ja? In 1 Woche. Würfe? Nein, 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 du, ich trau mich nicht. Die Chefin sagt, anschreiben, ist aus. Aus. Treffen, Freund. Quatsch. Abflug. Pass gut, Mensch. Komm. Kummer. Mädchen, Kummer. Nimm dir ein Beispiel an mir, ich hab keinen mehr. Wirklich. Soll ich dich trösten? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hey, Sie! Hauen Sie ab, die Dame braucht keinen Anschluss. Kenn dich nicht. Tag, mein Herzblatt. Entschuldige. Susi, ein Whisky. Doppelten. Komm, nun sei nicht böse, dass ich so spät gekommen bin. Ach, wenn du doch wenigstens angerufen hättest, dann wäre ich allein ins Kino gegangen. Jetzt ist es zu spät. Ach, Kino, Wichtigkeit. Ich komme von einer Operation und Mädel so alt wie du. Unheilbar. Was fehlt dir denn? Ach, scheiß Krankheit, reden wir nicht davon. Zu spät gekommen, ein paar Monate früher und sie wäre zu retten gewesen. Geht dem Alten verflucht nahe. Eine Verwandte von ihm. Und was das beinahe perverse ist, ein Mädchen Geld wie Heu. Was nutzt dir das alles? Gar nichts. Inoperabel. Nichts zu machen. Lassen wir das. Komm, tanzen wir.
Psychiatrisches Krankenhaus. Bei Ihnen ist heute Abend Frau Sibylle Zander operiert worden, Schwester. Ich wollte nur fragen, wie es ihr geht. Gut? Was, wer hier spricht? Niemand. Ich schwöre Ihnen, niemand, Schwester. Susi, leih mir 20 Mark. 20 Mark? Ja, ich. Ich brauche Blumen. Ist das eine Amsel? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne das Gezwitscher nicht auseinander. Das lernt man wohl auch erst, wenn man Zeit hat. Das heißt, wenn man dazu gezwungen wird, Zeit zu haben. Oh, immer dieselbe Kadenz. Hübsch, nicht? Ach, wir leben falsch. Du sollst nicht zu viel sprechen. Jetzt kann ich's dir ja beichten. Du, ich hab so Angst gehabt. Wie ich wegschwamm in der Narkose, da hatte ich plötzlich das Gefühl, aus. Wenn ich nun wirklich nicht wieder aufgewacht wäre. Aber Kind. Wem hätte ich gefehlt? Die Fabrik wäre weitergelaufen, auch ohne mich. Und einen, der mich liebt, gibt's nicht. Solche Gedanken sind verboten. Du bekommst mir höchstens Fieber davon. Nein, nein, nein. Nein, es sind doch nur gute Gedanken. Sieh mal, jetzt weiß ich's. Ich hab's wirklich erkannt. Es war falsch, wie ich's gemacht hab. Nun werde ich's ändern. Na? Doch, doch, doch. Du kannst mich beim Wort nehmen. Ich werde leben. Die Narbe im Nacken, wird man die sehr sehen? Ein Strich nur. Dann trage ich einen Schal. Ja. Tu das. Und jetzt schläft das kleine Mädchen, ja? Herr Professor, guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Meier. Der pathologische Befund von Fräulein Zander. Tja. Bestätigung Ihrer Diagnose. Walter, ich hätte mich geirrt. Sie ist ahnungslos? Völlig. Das Einzige, was wir noch für Sie tun können, ist, das zu erhalten. Sie sind Karl? Charles. Herr Charles. Dann servieren Sie mir den Cognac. Herr Charles. Na komm, das ging hier vorhin wünscht es. Komm. Nehmen Sie nur die Flasche, die Sie zuerst in der Hand hatten. Lassen Sie die Flasche auf dem Tisch stehen. Sie sind doch ein vorbildlicher Diener. Hm? Ich stehe dem Hause Zander vor. Eben. Und angeben ist doch nur was für kleine Leute. Nicht wahr, Karl? Ja. Ich brauche sie nicht mehr.
Sitzen ihr aus? Du denkst wohl, ich bin verrückt geworden, was? Bin ich auch total. Ich hab den Kleiderfimmel. Na, mach doch nicht so ein dummes Gesicht, Mummi. Ich werd jetzt eine ganz schicke, feine Dame. Aha! Du? Ist das Peter? Schau doch mal nach. Nein, das ist nur die Kleine vom Hutgeschäft. Ach so. Das Einzige, was hier wirklich was taugt, sind Hüte. Aber sonst? Ich kann diese Uniform nicht mehr sehen, die ich bis jetzt getragen habe. Sieh mal, grau, blau, braun, ist doch immer dasselbe. Säcke. Du Mumi, Mumi. Weißt du, was Haute Couture ist? Nie gehört, keine Ahnung. Du, Haute Couture, das sind Zauberer. Die machen Simsalabim und dann wird aus einem Aschenputtel eine schöne Frau. Jawohl. Und zu so einem fahre ich jetzt hin und da lasse ich mich einkleiden von Kopf bis Fuß. Jawohl. Ja? Vom Salon Kerzen. Herein damit! Ach, Fräulein Gerda, das ist aber nett, dass Sie sich selbst bemühen. Guten Tag, liebes Fräulein. Ich habe Ihnen gleich am besten eine ganze Auswahl mitgebracht. Na wunderbar. Gehen wir doch gleich zum Spiegel. Darf ich? Mhm, auf den Stuhl. Ich bin direkt gespannt. Ach. So. Mhm. Ja, süß. Süß, aber steht er mir eigentlich? Ich finde ja. Naja, also gekauft. Na, zauberhaft. Strapazieren Sie sich nicht, Karl. Ich werde auch ohne Ihre gütige Anmeldung empfangen. In diesem Hause ist das Sitte. Ach, wissen Sie was, Fräulein Gerda, am besten Sie lassen alle da. Ich habe nämlich meine Eitelkeit entdeckt. Wird sich Herr Kersten aber freuen. Ja, bitte. Ja, bitte. Herr Fahn. Hofen, bitte gehorsamst eintreten zu dürfen. Na, warum denn so förmlich? Komm doch einfach rein. Sind Sie, es ist ein proletarisches Zeitalter, ist gar nichts zu machen. Was habt ihr denn eigentlich miteinander? Aristokraten unter sich, weißt du. Du, ich habe eine Attacke auf dich vor. Bin zu jeder Schandtat bereit, Peter. Du musst mich in die Stadt fahren, Herr Chauffeur. Service, Madame. Wie geht's dir denn? Ach, danke, wunderbar. Du, Peter, wie findest du meinen neuen Hut? Schlachtschiff liegt verkehrt. Weißt du, wie das Modell heißt? Alte Schachtel. So ist besser. Yes. Sehr süß. Du, komm. Die Künstlerin sitzt nebenan. Die Künstlerin? Darf ich vorstellen? Wo? Kennen wir uns nicht? Flüchtig? Darf ich überhaupt rauchen hier? Oh ja, natürlich. Ja, sicher. Sind doch von hier, oder? Ja. Vielleicht verwechsel ich sie auch. Ja, ich möchte nicht stören. Die Hüte kann ich also da lassen? Natürlich, tausend Dank. Grüßen Sie Herrn Kersten und auf Wiedersehen, Frau Gerda. Wiedersehen. Ja. Nettes Mädchen, nicht? Ach, schau mal, was ich alles gekauft habe. Zum Beispiel diesen Hut hier. Hm? Ja, das ist lustig. Haben Sie es nicht gewusst? Die ganze Stadt spricht doch davon. Wovon? Es ist immer wieder dasselbe. Die, die es angeht, erfahren es zuletzt. Ich konnte es Ihnen nicht sagen. In meiner Lage, das hätte nach egoistischen Motiven ausgesehen. Die ganze Stadt spricht davon? Ja. Man ist sich auch einig im Urteil über den Betreffenden. Fräulein Zander soll ja schwer krank sein. Das finde ich schön. Das andere hat sie doch erschlagen.
geschlagen mit dem lauten Husten. Gnädige Frau, Sie können sich wirklich gratulieren. Herr Gemahl haben einen Geschmack einmal. Geh mal vor den Spiegel. Ja. Wirklich, ganz ohne Schmeichelei, wie Sie die Kollektion ausgesucht haben, mit einem solchen Sinn für Farben und Material, besonders dieses bezaubernde Arbeit. Hören Sie, Meister, ich finde die Raffung rückwärts ein bisschen zu toll, was? Oh, finden Sie? Nein. Nein, nein, schon sehr schön. Dachte erst, es wäre ein bisschen zu... Bitte? Ich dachte erst ein bisschen zu pompös. Ach, sagen Sie, hätten Sie vielleicht einen Schal, den man dazu tragen kann? Einen Schal? Aber das wäre doch jammerschade. Villa. Ist besser. Ist viel besser, Sir. So eine Nacht ist so wunderbar. Mancher Traum wird heut wahr. Schau, wie für uns sich die Sterne drehen. So eine Nacht müsste einen solchen Durst. Bitte. Noch eine Flasche. Nein, nein. Warum nicht? Oh, bitte, ja. Du, dann... Wohl nicht lesen. Das Fahrrad ist abgezählt, bereit zu halten. Und unaufgefordert zu entrichten. Da müssen Sie aber freundlicherweise zu mir bemühen, oder soll ich Ihnen nachlaufen? Haha, diese Tricks erkennen wir. Das sagen alle Schwarzfahrer. Ja.
Hallo, Peter. Sag mal, muss das sein hier vor allen Leuten? Dieses Kraft, dieses Verfluchte, als ob sich nicht schon im Olle genug über mich zerreißt. Oh, sei nicht böse, du. Ich hab's nicht erwarten können. Ich habe mir freigenommen im Geschäft. Sag, hast du was erreicht? Ach, traut sich nicht. Ja, wieso denn? Du hast doch gemeint, es wäre nicht mehr wie eine Revanche. Er muss uns heraushelfen aus der Kamalität. Was? Wie heißt das? Ach, ist doch egal jetzt. Du hast ihn doch auch rausgeflogen damals mit seiner Verwundung. Ja, ich habe ihn rausgeflogen, er will nicht reinfliegen. Seine Praxis steht auf dem Spiel, er wird beobachtet. Irgendjemand hat ihn verpfiffen oder was? Na, was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Noch eine sogenannte Dame, die verlangt 500 Mark. 500 Mark? Ich habe noch 1,75. Aber es muss was geschehen. Ja, Kind, es geschieht ja auch. Was glaubst du, ist ein Vergnügen, bei den Ärzten herumzubetteln? Ich kann so nicht nach Hause kommen, ich kann nicht. Und du bist schuld, also jetzt hilf mir auch. Ja, ich bin schuld und du bist mein kleines Opfer. Ich gehe zu Linz. Professor Linz? Der vom Krankenhaus. Na, glaubst du denn, dass der sowas überhaupt macht? Eine kleine Chance haben wir. Eine kleine. Er war der Assistent von meinem Vater. Das ist allerdings viele Jahre her. Sie sind also wieder im Lande, Peter van Boven. Nehmen Sie Platz. Danke, ergebenst. Wie wär's mit einem Cognac? Immer. Und wie geht es Ihnen denn? Ja, weder noch. Was treiben Sie? Nichts, ich warte. Worauf? Auf einen Cognac. Nein, auf eine Gelegenheit. Wissen Sie, was ich gelernt habe, das ist heute nicht mehr allzu hoch im Kurs. Mindestens momentan, vielleicht morgen wieder, ich weiß nicht. Aber ich bin besser als mein Ruf und mein Benehmen. Waggonweise habe ich nicht geschoben. Leider. Sonst ist sie jetzt nicht hier, nicht da. Und warum sind Sie nicht gleich nach Hause gekommen? Nach Hause? Ja, was hätte ich hier tun sollen? Das Haus ist weg, das Geld ist weg. Papa ist weg. Aber es gibt doch auch Leute, die ihrem Vater gegenüber so etwas wie eine freundschaftliche Verpflichtung. Los, Junge, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich etwas für Sie tun kann oder soll. Ja. Dankeschön. Also, bis gleich. Na, ja, gnädiges Fräulein, ich sehe nicht gut. Dankeschön. Sind Sie nicht, Kersten vom Hutsalon, Kersten? Ja, ganz richtig. Fräulein Gerda, nicht wahr? Ja, ja, aber was haben Sie denn? Ich weiß nicht, ich bin allerdings so wackelig auf den Beinen. Ja, danke vielmals, sehr lieb von Ihnen. Ist auch schon wieder vorbei. Übrigens, Sie sollen so sehr hübsche Hüte machen. Oh, danke schön. Ja, vielleicht komme ich demnächst auch mal wieder vorbei. Wieder schon. Nein, Peter van Boven, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich kann Ihnen nur ein Rezept verschreiben. Heiraten. Ja, können Sie mir auch ein Rezept verschreiben, Herr Doktor, Herr Professor, wie ich das machen soll? Ich habe nämlich keine Lust, die Welt um eine unglückliche Ehe zu bereichern. Es ist ein liebes Mädel, es ist ein nettes Mädel, aber im Grunde genommen haben wir uns überhaupt nichts zu sagen, im Wesentlichen. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Ja, Sie sagen also nein. Haben Sie es anders erwartet? Nein, wirklich nicht. Die Erfahrungen, die man mit der Hilfsbereitschaft der sogenannten Heimat macht, das ist immer dasselbe. Verdrehen Sie die Dinge nicht, Peter van Boven. Was Sie von mir verlangen, hat mit Hilfsbereitschaft nichts zu tun. Arbeit, ja. Wenn ich Ihnen dazu hätte verhelfen sollen. Hausdiener hier, Herr Professor. Nein. Und für den Anfang hätte mir jedenfalls mehr imponiert, als dass Sie auf eine Gelegenheit warten. Nein, Herr Professor Linz. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich ein fatales Malheur hatte. Aber nicht, um mir von Ihnen Belehrungen anzuhören. Wir verstehen uns nicht, Peter van Boven. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich weiß auch, warum. Es kann nämlich keiner ermessen, was er nicht am eigenen Feld erlebt hat. Keiner. Sie waren Dr. Linz damals und Sie sind jetzt Professor. Ich gratuliere Ihnen. Sie sind drin und ich bin draußen, nicht wahr? C'est la vie. Und nichts für ungut, Herr Professor Linz.
Ist das denn die Möglichkeit, diese kleine Rübe traut sich noch hierher? Tag, Onkel. Billermädchen. Darauf trinken wir einen Cognac. Nein, kein Cognac. Ich komme als Patientin zu dir. So, zum Onkel Doktor kommst du nur. Und ich dachte schon, du hättest dich mal wieder an einen armen, alten, einsamen Mann erinnert. Sieht übrigens gar nicht so besonders aus. Ja, weiß ich. Ich habe auch gearbeitet wie ein Pferd. Mhm. Und? Wo fehlt es uns? Jetzt habe ich beinahe Hemmungen. Du lach mich bitte nicht aus. Ich glaube nämlich manchmal selbst, ich bilde mir das nur ein. Ja, meine Hände, das ist so komisch, die werden auf einmal taub. So, pelzig, weißt du? Ich spüre sie dann gar nicht mehr. Und wie lange dauert das? Oh, das geht immer ziemlich schnell wieder vorbei. Ich war gestern noch wieder ganz drauf. Schmerzen? Tut dir was weh? Ja, doch. Doch, da oben ist so eine Stelle. Hier habe ich dann so ein Ziehen. Wieso ich zu dem gegangen bin, das möchte ich wirklich wissen. Mich schon als Kind nicht verknusen kann. Auch auf die Spießer. Klar. Nein. Warum denn nicht? Ich muss mir das sowieso abgewöhnen. Machen wir gleich einen Anfang. Ob ich zu Fräulein Zander gehe? Zu wem? Fräulein Zander. Wie kommst du denn auf die? Ach, die ist immer so nett zu mir, eben auch wieder. Die ist gerade reingegangen, hast du sie nicht gesehen? Die war das? Mhm. Oh, liebe Zeit, die sieht noch sauer aus als früher. Hätte ich nicht mehr erkannt. Für die wären 500 Mark doch eine Kleinigkeit. Bei der ihrem vielen Geld. Wenn die einen Hut bei uns bestellt, fragt sie nie nach dem Preis. Also das ist die richtige. Die richtige Adresse, die alte Schachtel. Nein, das stimmt nicht. Die ist jung. Ja, ich weiß. Ich bin mit ihr in die Schule gegangen. War immer eine alte Schachtel, wird immer eine bleiben. Oh, la mon chapeau. Was ist denn? Nichts Unanständiges, mein Hut. Sag einmal, seit wann merkst du denn das schon? Was? Dieses Ziehen und die tauben Hände. Och, eigentlich schon ziemlich lange. Nur kurz nach Vaters Tod vielleicht. Da kommst du jetzt erst. Warum? Ist es schlimm? Unsinn. Aber wenn man Beschwerden hat, lässt man nachsehen. Für die Gesundheit nimmt man sich Zeit. Du, ich bin abends immer so müde, dass ich bloß ins Bett falle. Ja, als Papa noch lebte. Er der Kopf war und ich nur neben dem Schreibtisch saß, aber jetzt? Selber Chef sein und sich da durchzusetzen als Frau. Oh. Ja, komm her. Bleib stehen, komm. Was ist? Sei mal ganz ruhig. Jetzt bist du vernünftig und nimmst das Geld. Ich brauch das Geld nicht. Was heißt, du brauchst es nicht? Wieso? Weil ich es nicht mehr machen lasse. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Du hast mir ja lang genug Zeit dazu gelassen. Es wäre eine Sünde, Peter. Machst du dir überhaupt eine Vorstellung, wie ich mir dieses Hundsgeld verschaffen musste? Ja, gib's doch einfach wieder zurück. Bitte sei doch nicht böse, Peter. Schau, ich hab dich doch lieb gehabt und hab's auch noch. Und es ist dein Kind und ich will es haben. Du brauchst keine Angst zu haben, du musst mich nicht heiraten, aber bitte bleib bei mir. Gerda, ich respektiere das, aber du weißt nicht, was du mir damit antust. Ich bitte dich, mach's. Also ich kann es nicht, außerdem ging es auch nicht mehr, die Leute wissen es schon. Die Leute wissen es. Wer denn, Kind, wer weiß es? Herr Kersten weiß es. Oh, Herr Kersten weiß ja. Es, allerdings wichtig. Und trotzdem hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Wer? Herr Kersten. Obwohl er es weiß? Ja. Und was hast du gesagt? Was werde ich gesagt haben? Nein. Gerda, ich mach dir nichts vor. Ich habe dir nie was vorgemacht. Ich mag dich, Kind. Ich mag dich, aber wir gehören nicht zusammen. Glaub mir, ich bring kein Glück. Vielleicht ist das mit Kerstin eine sehr gute Lösung. Du willst mich einmal geliebt haben? Nein. Das muss ein anderer gewesen sein. Nein, Kind, das war immer dasselbe. Immer dasselbe gehetzte, gejagte Hund. Steh jetzt vor der Chance meines Lebens. Braucht nur zu wollen und ich bin oben. Und dann habe ich den Platz, der mir zukommt. Ja, ich nehme das Recht heraus zu sagen, der mir zukommt. Dann werde ich der Welt da oben beweisen, was ich kann. Aber man soll sich mir nicht in den Weg stellen. Ja, was denn für ein Platz? Ich stehe dir doch gar nicht im Weg. Ich hasse diese Bürgerlichkeit. Zerbrechen. Muss jetzt frei sein. Du schmeißt mich doch einfach rein. Tief genug ist es.
Du weißt ja, ich kann nicht schwimmen. Nimmst du's? Ach! Dann lass es. Na, startbereit, mein gnädiges Fräulein? Ach, das ist aber nett, dass du noch kommst. Grüß dich. Grüß dich. Alles gepackt, Schwester? Gewiss, Herr Professor. Bitte schön. Du, ich habe eine große Bitte, aber du darfst nicht gekränkt sein, ja? Ich will gekränkt sein. Schau mal, er sitzt immer so traurig drin. Lass ihn frei, ja? Wo ich doch heute auch aus meinem Käfig raus darf. Na, schön. So, mein Bursche. So, na, komm schon, flink. So. Du da oben. Da oben, auf der äußersten Spitze. Na, jetzt singt er sogar. Ach, schön. Sag mal, du bist ja ein Gala. Ja, bringe dich nach Hause. Hab ich freigemacht. Ach, du. Du, das ist mir aber jetzt arg. Ich hab nämlich schon einen Kavalier, der mich abholt. Ach. Einen Schulfreund. Schulfreund? Doch nicht dieser Boven? Ja, erraten. Ich hab ihn gebeten und er kommt mit meinem Wagen. Ach, war Boven noch einmal hier? Mhm. Jeden Tag. Wir haben schrecklich viel zusammen gelacht. Jeden Tag? Davon erzählst du mir nichts? Na ja, warum sollte ich? Billa? Ja? Du bist doch ein Mädchen mit Instinkt. Ja, ich hoffe. Boven ist ein aus der Bahn geworfener. Er braucht Anschluss. Nein. Da kann ich dich beruhigen. Ich habe ihm sogar angeboten, aber nicht irgendwie in unserem Werk. Er hat abgelehnt. Er will nicht Protégé sein, sondern aus eigener Kraft. Raffinesse. Du bist voreingenommen. Wann kommt er denn? Oh, jeden Augenblick. Dann entschuldigst du mich. Ich will nur der Schwester etwas sagen wegen... Schwester, kommen Sie bitte. Bitteschön. Und davon erfahre ich nichts. Tägliche Besuche. Ja, aber bitte schön, Herr Professor, ich hatte doch keine Weisung. Neumeister, der Esel, warum macht der den Mund nicht auf und sagt mir's? Na, der Herr Oberarzt hat ihn nie gesehen. Der Herr kam immer erst nach der Visite. Bitte schön. Gut, ausgerechnet ist das. Gut. Bitte mich allein zu lassen. Bitte schön. Sie sehen? Lasse mich nicht abschrecken, Herr Lenz. Ja. Ich sehe. Habe mit Ihnen zu sprechen. Hier hinein. Bitte. Sie besitzen das Talent, Peter van Boven, im richtigen Augenblick das Richtige aufzuschnappen. Und haben auch die Zähigkeit, einen Plan durchzustehen bis an sein Ziel. Sehr schmeichelhaft. Weiter. Sie sind ein Spekulant, Peter van Boven. Sie machen sich an dieses arme Mädchen heran, weil Sie wissen, dass es unheilbar krank ist und weil Sie in einem halben Dreivierteljahr Ihre Millionen erben wollen. Erstaunliche Geschwätzigkeit für einen Arzt, der meines Wissens unter Schweigepflicht steht. Mädchen! Zusammen kombiniert haben Sie sich das, Sie Gelegenheitsabwarter. Aber dieses Ziel werden Sie nicht erreichen. Und wenn ich offen mit meiner Nichte reden muss. Offen. Wieder mal ich offen mit Ihnen sprechen, Herr Professor Lenz. Ich habe bis jetzt nicht gewusst, wie es wirklich um Franz Sander steht. Lügen Sie doch nicht! Lassen Sie mich aussprechen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie es selbst im leisesten ahnt. Aber wenn Sie als Arzt und als Anverwandter es für richtig achten, Sie über Ihren Zustand aufzuklären, dann tun Sie es doch. Bitte. Haben Sie Hemmungen? Gehen wir doch zusammen. Mehr Logik, Herr Lenz. Wenn Sie Billa unbedingt einreden wollen, dass ich ein Ausbund an Schlechtigkeiten, ein Spekulant bin, dann präsentieren Sie gleichzeitig das Todesurteil. Ist es nicht so? Thank you.
bleich erscheint Charles. Erschrick nicht, wenn du ihn kennenlernst. So vornehm wie er sind die ganzen Sanders nicht. Eigentlich heißt er Karl, aber seitdem er mit Papa in Paris war, nennt er sich Charles. Komm, fährst du? Kinder. Sag mir. So, bitteschön. Wo ist dein Mumilein? Hm? Ist sie noch oben? Wie geht's euch denn, Kinder? Au. Ach. Was ist denn? Ich bringe das Mädel. Schaffen Sie das. Was ist denn, Billa? Darauf. Wer ist denn dieser Herr? Der den Wagen geholt hat, hab's Ihnen doch gesagt. So. So. Ah. Oh, Schmerzen. Ich glaube, ich habe mir doch ein bisschen zu viel zugemutet fürs erste Mal. Bin so rasch gefahren, weißt du? Ach wo, bin nur noch so ein Spatzenwindiger. Mumilein, rücht mir bitte mein Bett, ja? Und stell mir die Blumen hin. Du. Ich danke dir sehr. Du warst wirklich sehr gut zu mir. Und komm wieder, ja? Ich komme wieder. Augen zu. Schlaf schön. Und lass dir von Charles seinen Cognac servieren, ja? Ja. Du sollst jetzt schlafen.